whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Down in empty streets looking for joy. Cause I don't wanna be hate, like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be even if I treasure what you wanna see. Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
this kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir bei Wrestling Esports wieder am Start in der Liga 1 im fünften Rennen. Ja, wird heute relativ dunkel werden. Ihr seht schon im Hintergrund ein Nachtrennen. 90 Minuten sind wir heute unterwegs auf Watkins Glen. Guck mal, ein bisschen mehr über 20 Fahrer sind wir heute auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall alles geboten für ein bisschen Rennaction. Qualifying läuft gerade schon. Und ja, was ich so gesehen habe, alle, die in der Gesamtwertung so vorne mit dabei sind, auch heute wieder mit am Start hier. Aber klar, wenn du vorne mitfahren willst, musst du auch ja immer dabei sein, Punkte holen. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke, gucken mal an, wer heute dabei ist. So, hier sehen wir schon den Nürnberger. Da gehen wir aber gleich hin. Wir gehen wie immer nach den Nummern hier. Max Ohninger haben wir hier mit der Nummer 11 Mosquito Motorsport. Wir sehen auch schon die ersten Zeiten reingetrudelt hier. Stefan Krehling gerade auf die erste Position gegangen. 1:45.1 ist er gefahren. Nein, Philipp Nürnberger gleich mal eine 44.3. Ja, wir haben auch relativ niedrige Temperaturen. Strecke steht aber auch nur auf schnell. Also, ja, mal gucken, ob sie noch ein bisschen besser wird. Viertelstunde ist ja noch zu gehen. Aber Max Ohninger gerade auf die dritte Position. Auf der 15.16. Noch keine Zeit gesetzt, allerdings hier der AMG von CF Racing Team. Philipp König ist das hier mit der Nummer 12 gerade in der ersten Sektion unterwegs. Geht alles Vollgas hier ab Kurve 1 bis zur Schikane hoch, wo wir, denke ich mal, im Rennen ja einige interessante Szenen nachher sehen werden. Hier geht man mal schön in den Windschatten rein, greift vielleicht mal an, zeigt sich hier mal auf der Innenseite und dann wird es hier immer sehr, sehr, ja, interessant. Da gerade ausfahren kann man ja nicht so wirklich, alles sehr, sehr harte Wände. Also da sollte man wirklich auf der Strecke bleiben. Dann haben wir Tobias Tannreuter, der fährt für Club Racing mit der Nummer 22, auch schon eine Zeit gesetzt, wie wir sehen, auf der 9. Position unterwegs. In der Outlook gerade nach der Schikane hier, schön Schwung mit rausnehmen, geht es weiter den Hügel hinunter, ja, hier im BMW am Start. Ben Utzer, das ist der Aston Martin von Apollo Motorsport. Gucken, weiß nicht, ob ich die Livery habe, ich habe wohl noch ein paar Liveries runtergeladen, kann sein, dass ich noch nicht alle erwischt habe. Aber auf jeden Fall hier im Aston Martin auf der 12. Position mit der Nummer 23 ist er hier am Start. Und Doktor und Jan, danke für eure Abos hier. Was haben wir denn, wie viele Monate? 8 und 7 Monate. Und Patrick, natürlich auch danke für dein Abo für den 9. Monat hier. Moinsen, moinsen. Hallo Sascha, moin Julie, auch alle dabei. Sehr schön, dass ihr da seid. Ja, guck mal, was das heute wird. Sehr, sehr schöne Strecke. Ja, im Dunkeln muss man mal gucken, ob hier alle klarkommen. Wie gesagt, 90 Minuten fahren wir heute, sonst fahren wir ja immer so eine Stunde. Jetzt habe ich hier einen übersprungen, glaube ich. Wie spricht man ihn aus? Den Herrn Lukas hier mit der Nummer 25 im Aston Martin auf jeden Fall. Auch CF Racing Team gerade durch die Schikane noch keine Zeit gesetzt. Ja, also 90 Minuten, also ein bisschen länger dann. Ja, ungefähr 2x45 Minuten wird man wohl fahren, roundabout, wenn man keinen Unfall hat und halbwegs planmäßig unterwegs ist. Marcel Lang haben wir dann hier für Club Racing. Ja, auf der 14. Position Nummer 27, 1,3 Sekunden. Also ihr seht, ganz vorne Nürnberger schon ein gutes Stück weg im Moment zumindest. Natürlich da noch einige mit grünen Delta unterwegs. Aber da ab Platz 2, 3 wird es doch schon deutlich, deutlich enger. Also, auch wenn es nicht ganz so viele Fahrzeuge sind, aber ich denke, mit den 22 werden wir heute gut über die Runden kommen. Dann haben wir Tim Schafhauser, der ist für Siem Racing unterwegs, mit der US-amerikanischen Flagge unterwegs. Ja, so gesehen hier ein Heimspiel, mehr oder weniger, je nachdem. Weiß ja nicht, von wo er da kommt vielleicht oder auch nicht. Hier auf der 20 unterwegs, 2 Sekunden ziemlich genau Rückstand. Christian Brandl dahinter noch mit der Zeit. Und der Lukas auf der 22, das einzige Fahrzeug, was noch keine Zeit gesetzt hat hier. Dann haben wir Julian Kunkel, der fährt einen Porsche Most Wanted mit der Nummer 32 am Start hier, gerade jetzt Richtung der vorletzten Kurve unterwegs. Eine sehr, sehr schnelle Linkskurve, mal schauen, ob er hier nochmal was rausholen kann. Hatte eben noch ein bisschen grünes Delta dabei, hat aber wieder leicht verloren da in der drittletzten Kurve. Ja, keine einfache Kurve, kriegt man gerne mal ein bisschen Oversteer oder ja, kommt zu weit raus und an das hier sozusagen und dann geht es auch in die Wand rein, hier jetzt auf der 11. Position. Wen haben wir noch dabei? Da ist Lukas Hunter von CF Racing Team. Fährt hier den Ferrari.
allerdings noch den alten. Sehen wir hier auf der fünften Position, 0,2 Sekunden im Delta. Also da geht noch einiges. Wäre im Moment, wenn es eine gültige wäre, Platz 3 gewesen. Aber da haben wir gesehen, vorletzte Kurve, ja, geht es ein bisschen raus. Erste Kurve kann man ja sehr weit rausfahren. Hier muss man so ein bisschen aufpassen. Nicht nur Track Cuts, auch da gibt es so einen, ja, leichten Hügel. Wenn man da mal zu lange draußen bleibt, dann wird das Auto ganz, ganz schnell unruhig. So, Pierre Meyer habe ich auch schon länger nicht mehr hier im Stream gehabt, aber da ist er wieder dabei. GSE Racing bei ACI im Audi dementsprechend auch auf der Strecke auf der vierten Position. 0,4 Sekunden, Thomas Weinzettel ganz, ganz knapp davor. Martin Kraus derweil auf die zweite Position gegangen, also Jan-Philipp Nürnberger, ja, dürfte heute vielleicht auch ein bisschen Gesellschaft da vorne bekommen. Schauen wir mal. Dann, ja, gehen wir zu Thomas Weinzettel rüber. Der ist hier unterwegs im AMG mit der Nummer 62. Und der hat immer eine Zehntel dabei. Pierre Meyer dahinter aber 13. Also der Pierre könnte da auf jeden Fall vorne auch mitmischen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er noch gar nicht so viele Punkte geholt, wenn ich mal kurz nachschaue. Wo ist er denn? Da. Oh, das lief ja noch nicht so dolle. Von den letzten vier Rennen, letztes Rennen nicht mitgefahren, ja, von den drei Rennen davor, zwei DNS, einmal 91 Punkte geholt, also Platz 2, 3, 3 müsste das, glaube ich, sein. Oder 2, irgendwas die Richtung Podium. Ja, also da ist noch einiges zu holen. Schnell ist er ja, das wissen wir, denke ich mal, zumindest, ja, wer ihn schon mal ein paar Mal gesehen hat. Aber ja, wird hier alles dran setzen, heute wieder mit vorne dabei zu sein. Stefan Krehling, den haben wir hier auf der 11. Position, Mosquito Motorsport. Dann haben wir Philipp Noack natürlich auch dabei für Andrew Griffins Racing mit der 69. Wer hat hier den, ja, BMW, sein Teamkollege Ed Eismann auf der 12 auch heute mit dabei, sehr schön. Hier auf der 16, 0,2. 2 Sekunden, aber ihr seht's da, da fehlen 2, 3 Zehntel und dann geht schon in die Top 10 rein. Also da der Kern des Feldes, das Mittelfeld ist doch relativ dicht beisammen. Wir gucken mal jetzt, wo es genau hingeht, auf die 11. Position. Ja, und ihr seht's da, 15.000, dann wäre 8er, also wirklich, wirklich eine enge Geschichte da. Oliver Gehler ist auch am Start, Mosquito Motorsport im BMW. Räubert hier gerade über die Curbs durch die Innerloop auf der 6. Position. 0,777 Sekunden Rückstand auf Nürnberger, der nochmal die ein oder andere Hundertstel da rausholen will gerade. Immer mal wieder blinkt da ein grünes Delta bei ihm auf. Christian Brandl noch am Start, der BMW von CB Sport. Jetzt auch gleich in den letzten Zügen dieser Runde. Momentan der Letztplatzierte hier, 2,8 Sekunden. Also da hoffen wir nochmal, dass er noch ein bisschen was rausholen kann. Sonst wird es da eher ein langweiliges Rennen da hinten. Denn der nächste ist ja doch nochmal über eine halbe Sekunde, weit über eine halbe Sekunde weg. Und auch da vor, ja, bis Platz 16 ist die eine Sekunde Marke. Also da muss noch ein bisschen was rauskommen. Drücken wir den Daumen, dass er da nochmal 1, 2 tolle Runden hinbekommt. Dann haben wir nochmal Mosquito Motorsport mit der 110. Das ist hier Martin Kraus. Den sehen wir gerade in der Boxengasse. Ja, der holt nochmal Luft hier vielleicht. Mal gucken. 0,2 Sekunden hat er Rückstand auf den Führenden. Auf der Strecke unterwegs. Auf einer gültigen Runde. Auf einer verbesserten Runde sogar. 0,2, 0,3 Sekunden dabei. Thomas Lehmann, ST Racing mit der 141. Gerade in der Toe Corner hier unterwegs. Da kann man, ja, richtig schön die Steigung ausnutzen, da wird man schön reingedrückt. Kleines bisschen wie auf Bathurst, würde ich sagen. Da kann man wirklich schön rumzirkeln, muss ein bisschen aufpassen auf dem Gas am Exit, dass einem da das Heck nicht kommt. Und dann kann man hier wunderbar Schwung auf diese Gerade über die Kuppe rübernehmen. Und dann geht es hier Richtung Heel Corner, sind wir gerade durch und wir sehen, na, ein bisschen was verloren hier. Jetzt geht es in die drittletzte Kurve, bleiben vielleicht mal einen Moment drauf, dann gehen wir gleich weiter mit den, ja, weiteren Autos. Fünf Autos haben wir noch und dann, ja, ist das Qualifying auch schon fast wieder rum. Gucken wir mal, wo die Reise jetzt für ihn hingeht. Leider zu weit raus. Da ging es sonst wohin. Aber wir sehen auch, da ist noch einiges an Potenzial, um nach vorne zu kommen. Jan-Philipp Nürnberger, der Führende der Gesamtwertung, der Führende des Qualifyings im Moment für Hübner Racing Technology eSport ist er. Unterwegs. Ja, Julie, viel Spaß. Bis später. Ja, ist hier unterwegs und wie gesagt, er sucht hier nochmal die ein oder andere Hundertstel. 44,3 ist schon mal keine so schlechte Zeit, aber mal gucken, was er mit seinem AMG noch hier so anstellt heute. Dann haben wir nochmal Andrew Griffins Racing, eben schon erwähnt. Ed Eismann hier auf der 14 gerade, aber das ist so eng, ihr seht's da, nicht mal eine halbe Zehntel und da wäre auch Platz 8, Platz 9 sowas den Dreh rum. Mit dem Teddy, ja.
Ja, ihr seht, wie eng das ist. Da musst du nur eine Kurve mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter bekommen und zack, verlierst du oder gewinnst du hier, je nachdem, 5, 6, 7 Positionen. Ist schon mal fürs Rennen sehr, sehr vielversprechend. Heißt aber auch, dass es eng sein kann und dann gibt es vielleicht auch mal Unfälle. Wir hoffen es natürlich nicht. Vor allem die Schikane wird da immer wieder in den Fokus rücken nachher. Ja, zur Schikane unterwegs ist auch Philipp Witzmann. Muss ich mal kurz gucken. Witzmann. Ja, Witzmann. Auf der 12. Position insgesamt. Der hat ja immer punkten können die letzten vier Rennen. Also konstant dabei. Daher hier auch auf der 12 in der Gesamtwertung. Hier auf der 16. Aber auch da seht ihr, da fehlt nicht super viel. Wenn der mal eine richtig gute Runde nochmal hinbekommen sollte, da ist auf jeden Fall auch nochmal Top 10 drin. Dann haben wir Patrick Donzalas noch am Start. Auf der 17. Position ist er gerade unterwegs. Insgesamt ist er 20. Auch er immer regelmäßig gepunktet, immer dabei gewesen. Die ersten vier Rennen immer Punkte geholt. Und ja, hier jetzt auf der 17 unterwegs. 1,3, 1,5 Sekunden. Nürnberger nochmal richtig einen rausgehauen hier. 1-2 Zehntel nochmal gefunden. 44,1 hat er jetzt hier auf die Strecke gebracht. Und damit ja fast 4 Zehntel Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Denn dahinter ja auch ein bisschen rangerückt jetzt an die zweite Position, die Hinterleute. Dann haben wir noch Michael Schneider, der fährt einen Honda. Für die Affenbande ist er am Start. Auf der 18 noch gelistet hier, kommt gerade aus der Box, wird hier also seinen letzten Qualifying-Stint sozusagen fahren. Die 8,9,6 ist das hier. Schneider, schauen wir da auch doch mal kurz rein. Wo ist er denn bisher platziert? Michael Schneider, ja, ich glaube, ein paar mehr Schneiders. Ja, von den vier Rennen bis jetzt letztes nicht mitgefahren. Davor ein DNF gehabt, davor zweimal gepunktet, Platz 23 in Summe. Ja, dadurch, dass er die letzten beiden Rennen nicht gepunktet hat, ein bisschen nach hinten gefallen. Aber ja, ein paar Rennen sind noch zu gehen. Die Strecken bzw. den Rennkalender schauen wir uns gleich nochmal vielleicht an. Jetzt gucken wir erstmal noch ein bisschen hier auf die Autos. Da sehen wir einen blinkenden BMW von Thomas Lehmann. Ja, der möchte natürlich freie Fahrt haben. Der hat nämlich 0,3 Sekunden gerade gehabt hier. Mal sehen, 0,2 noch übrig geblieben. Hofft jetzt natürlich, dass er da nicht im Verkehr stecken bleibt. Aber hier der Markenkollege macht wunderbar Platz. Und damit kann er hier vorbeigehen. Ja, sollte dann auch reichen. Der Vordermann ist auch nochmal auf einer gültigen, also der wird keinen Platz machen. Aber hier der BMW hinter ihm ist auf einer ungültigen, von daher ja, ist das da doch angebracht, mal ein bisschen Platz zu machen. So, vorne Martin Kraus, der nochmal rankommt an Nürnberger, schauen wir mal. Der hat gerade leider ungültig gemacht, der Nürnberger. Der hatte schon wieder ein bisschen was gefunden. Also ich denke mal, auch hier zu weit rausgekommen, der Lehmann. Eieiei. Ah, ihr seht da, fährst eine gute Runde und dann in der letzten oder vorletzten Kurve vielmehr kommst du zu weit raus und dann ist die gute Runde dahin. Und jetzt ja, wird er nochmal ganz schnell Reifen wechseln, nochmal rausfahren und dann wird das auf die letzten ein, zwei Runden gehen. So, dann haben wir an der zweiten Position Martin Kraus immer noch. 0,1 Sekunde, schauen wir doch mal. Weil VEM war am Samstag und da habe ich auch noch gestreamt abends, deswegen ja. Hatte ich leider keine Zeit. Kann mich ja leider nicht zweiteilen. Deswegen, ja, musste ich da absagen für den Samstag. So, Tannreuther auch nochmal stark. Ich denke mal Kraus, weiß noch, die letzten Kurven nochmal was rausholt. Tannreuther direkt dahinter. Fast im Windschatten, muss man sagen. Aber wenn der das nach Hause bringt, da geht's einen Tick nach vorne. Wir haben doch eine kleine Lücke da zwischen 8 und 9 im Moment. Aber vielleicht kann er Lukas Hunter nochmal hinter sich bringen. Der ist nochmal unterwegs. Keiner in der Box im Moment, also alle versuchen nochmal hier was. Ja, also Strecke immer noch auf schnell, ist jetzt also nicht deutlich besser geworden. Mal gucken, vielleicht wird es ja letzte Minute nochmal optimal. Dann muss man natürlich ein bisschen Glück haben, dass man vielleicht einer der letzten Fahrzeuge ist, die hier nochmal eine Runde drehen dürfen und können. Dann hast du nochmal vielleicht ein, zwei, drei Zehntel, die du mitbringen kannst. So, so viel haben wir auch hier. Lukas Hunter direkt davor allerdings auch. Also das wird jetzt in Summe wohl keine große Verbesserung geben, wenn Lukas Hunter das auch noch über die Ziellinie bringt. Obwohl Thomas Lehmann hat da noch hinter sich halten können, wo es Hunter gerade hier in der Heel Corner, so rum 0,4, 0,3. Also da geht noch einiges, hat man den Eindruck. Auch nochmal so Richtung, oh, Position 3, 4 vielleicht. Richtung Podium. Wird das heute vielleicht was mit dem Podium? Können ja mal ganz kurz nachschauen, wenn ich ihn schnell finde. Da ist er auf der 6. Position. Ah, einmal hat er schon Podium geholt. In Kialami war das, vorletztes Rennen. Aber auch sonst hier immer über 70 Punkte jedes Rennen geholt. Und dementsprechend hier ja auf der
sechsten Position in der Gesamtwertung. Also auch einer, der hier auf jeden Fall vorne mitfährt. Genauso wie hier, da hat er mal richtig was rausholen können. Geht tatsächlich nochmal auf die zweite Position. Und ja, zwei Runden hat er auf jeden Fall noch Zeit hier zu fahren. 3 Minuten noch auf der Uhr. So, Tannreuther eine 10. Was haben wir sonst noch am Start? Da haben wir Tim Schafhauser. Ja, eine 10. nochmal. 1-Sekunde-Marke genau bei der 12. Position. Ja, klar, da vorne haben sie jetzt noch ein bisschen angezogen. Deswegen die 1-Sekunde-Marke, die wir hier gerne mal zum Vergleich ziehen. Bisschen nach oben gerutscht wieder. So, der holt nochmal eine 10. raus. Wird aber nur minimal, wenn überhaupt, eine Verbesserung werden. Ja, nicht mal eine Position. Ed Eismann bleibt da erstmal auf der 14. Schafhauser hier auf der 15. Aber auch er hat nochmal mindestens 2 Runden Zeit. Philipp König haben wir hier auf der 20. Ich weiß es auch nicht, Jan. Das wäre praktisch allerdings. Wenn ich das könnte. So, mal gucken. Hunter ist durch. Kunkel ist durch. Da vorne tut sich gerade nicht super viel. Der König, ja, sehen wir gerade, wird auch keine Verbesserung geben hier. Ah, vielleicht der Lukas dahinter, der kommt jetzt aus der vorletzten Kurve. Das hat gerade noch so gereicht. Da sehen wir, wie weit er da rausgefahren ist, aber es ist noch gültig. Jetzt nochmal hier schön an der Wand lang, letzte Kurve. Und dann holt er sogar nochmal ein bisschen was da raus auf den letzten Metern. Verbessert sich nochmal auf die 19. Position. Aber auch da sehen wir eine 1/2 Sekunde dann zu den nächsten. Also mal gucken, ob er da im Rennen irgendwie nach vorne kommt. Ja, durch Pace vielleicht, durch Konstanz oder vielleicht dadurch, dass er sich keine Strafen holt natürlich. Ja, Katz kann man sich hier doch an der einen oder anderen Stelle holen. Dürfte vielleicht ein Thema werden, vor allem auf 90 Minuten gerechnet. Also ein bisschen länger als sonst, wie gesagt, 50%. So, Martin Kraus, Nürnberger vorne auch nochmal. Der will die 43er unbedingt. Wir sehen, er ist immer noch unterwegs. Glaubt, er muss sich aber keine großen Sorgen mehr unbedingt machen. Ja, kaum sage ich, fährt er die 43,9. Also nochmal ein gutes Statement gesetzt hier an die Konkurrenten. Da war noch ein bisschen was an Potenzial da. Ist halt die Frage, ob er das nachher dann im Rennen auch abrufen kann. Wir werden es beobachten. Im Moment, ja, ziemlich safe auf der ersten Position. Martin Kraus, den wir gerade sehen, hier im AMG, hat auch nochmal 3 Zehntel dabei. Also der könnte der Lukas Hunter nochmal verdrängen. Aber Position 1, na, ich weiß nicht genau, mal gucken. Vielleicht hat er ja hier die letzten Kurven, letzten Male nicht so gut bekommen. Schauen wir doch mal 04. Ja, wird doch nochmal ein bisschen enger, tatsächlich. Nürnberger scheint aber auch nochmal auf einer gültigen Runde zu sein. Gucken wir mal, wie er die letzte Kurve hier bekommt. Die vorletzte 4 mehr ist noch gültig. Also jetzt noch einmal rechts rum und dann, ja, wird es nicht auf die erste Position gehen, aber wahrscheinlich auf die zweite. Und dahinter die Konkurrenten alle nicht auf wirklich großen Verbesserungen. Also der wird da, denke ich mal, in der ersten Startreihe nachher ins Rennen gehen. Gucken wir mal, Nürnberger jetzt hier auf seiner letzten Runde. Qualifying jetzt gleich vorbei. Und ja, schauen wir mal, der AMG sollte hier eigentlich, ja, auf der 1 starten gleich. Da wird wohl keiner jetzt mehr groß rankommen. Weinzettel, Gehler sind da zwar alle nochmal unterwegs, aber wirklich nur mit minimalen Verbesserungen, wenn überhaupt. Also da können wir, ja, von ausgehen, dass der Jan Philipp hier auch auf der 1 startet. Letzten 4 Rennen, 3-mal gewonnen. Einmal auch noch die schnellste Runde, glaube ich, dabei gehabt, wenn ich sie richtig interpretiere. Und dann haben wir Marc Wittmann auf der 2. Position. Der fährt heute doch auch mit, oder? Mein Zettel, Wittmann. Nee, doch nicht. Fährt gar nicht mit. Siehst du, das habe ich da erzählt. Der hat nämlich auch nochmal einen Sieg geholt in Kialami. Ricardo Hillegeist heute auch nicht dabei. Auch die letzten beiden Rennen nicht dabei. Der ist 3. in der Gesamtwertung. Brandon Geitz, haben wir den schon gesehen. Ja, doch ein paar heute nicht dabei, wenn ich das hier richtig sehe. Okay, ich dachte. So, ja, aber dann haben natürlich die anderen bessere Chancen oder, ja, heute die Chance, wieder einiges gut zu machen. Thomas Lehmer macht nochmal ein bisschen Zeit gut, geht auf die 4. Position. Also 0,472 Rückstand. Das sollte jetzt keine gültige mehr werden dürfen. Oliver Gehler haben wir noch auf der 8. Na, da geht es vielleicht noch Richtung Position Nummer 5. Wobei Weinzettel selber auch vielleicht nochmal auf einer gültigen ist. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Glaube aber ja, so wie er hier fährt. Anzeige spinnt da manchmal ein bisschen. Also nicht mehr viele unterwegs hier auf der Strecke. 4 Autos noch. 2 hier mit grün hinterlegten Zahlen. Gucken, ob Oliver Gehler sich tatsächlich nochmal ein paar Positionen holen kann. Jede Position, die man hier im Qualifying gewinnt, musst du nicht auf der Strecke gewinnen. Und ja, das spart dir natürlich ein bisschen Zeit. Umso weniger du vor dir hast, desto, ja, besser kommst du vielleicht auch weg vom Mittelfeld, wo es natürlich sehr, sehr eng wird. So, Weinzettel leider auf einer ungültigen. Das heißt, Gehler wird sich hier auf die 6. Position nochmal verbessern. Also hat er noch ein bisschen was verloren da auf den letzten Metern. Aber wir sehen da auch da 15.000stel gerade mal zu Weinzettel. Also, sehr, sehr vielversprechend. Vor allem, ja, was hier das Mittelfeld angeht fürs Renngeschehen hier. Also,
Gleich geht's dann los, 90 Minuten. Bisschen Zeit haben wir noch. Da können wir gleich nochmal auf den Rennkalender schauen. Dann stellen wir schon mal alles ein hier. Ein Boxenstopp brauchen wir auch. Ja, wann fahren wir hier los? 0 Uhr ungefähr, also wird auch dunkel bleiben. Regen ist, glaube ich, nicht groß in Sicht, wenn ich das nochmal nachschaue. 20% Wolken, 0% Regen, also das wird alles trocken bleiben heute. Dafür schön dunkel. 90 Minuten, ein Boxstopp muss man absolvieren. Und wir schauen mal vielleicht auf den Rennkalender, den wir hier haben. Watkins Glen sind wir heute. Ich glaube, ich habe die ersten Rennen gar nicht reingepackt mehr. Barcelona sind wir dann am 15. Mai, wieder eine Stunde. Spa dann am 22. Mai, also ja nicht immer, jede Woche. Meist, ich glaube, alle 4 Wochen ist, glaube ich, eine Woche Pause. So grob, je nachdem, wie die Feiertage fallen. Also, aber fast jeden Montag hier am Start. Suzuka haben wir dann am 5. Juni. 12. Juni sind wir auf Monza unterwegs. Da können wir auch mal gespannt sein, wie es da so läuft. Dann haben wir Silverstone im Juni, eine Stunde. Ungaroring auch dabei. Ja, da wird es etwas schwieriger zum Überholen. Bin mal gespannt, da 90 Minuten. Da ist auf jeden Fall genügend Zeit, um den Gegner da zurechtzulegen, in einen Fehler reinzuzwingen und dann vorbeizukommen. Da auf der Strecke hast du ja Kurve 1 im Prinzip nur wirklich eine gute Möglichkeit vorbeizugehen. Mittlerer Sektor ist da sehr, sehr schwierig. Misano wird wieder ja, mit den Strafen vielleicht interessant werden. Am 10. Juli eine Stunde. Dann auf Imola ja auch eine sehr, sehr beliebte Strecke. Da habe ich schon wieder nicht dran gedacht, die Zahl zu ändern. Das sind 60 Minuten, keine 260 natürlich. Also auch nur eine Stunde. Und Zandvoort wäre dann, glaube ich, das letzte Rennen, wenn es hinhaut. Nee, das vorletzte Rennen. Sorry, da fehlt noch eins. Brands Hatch noch am 31. Juli. Genau, 15 Rennen haben wir ja insgesamt. Und dann ist die Season ja auch schon wieder vorbei. Dann ist auch schon wieder Hochsommer. Also steht noch einiges bevor hier an Rennen. Wie viel Möglichkeit noch Punkte zu holen oder auch natürlich zu verlieren. So, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Da können wir ganz entspannt in die Startausstellung gehen, würde ich mal sagen. Dann gucken wir doch mal. Also Jan-Philipp Nürnberger haben wir gesehen hier auf der ersten Position. Der fährt hier den AMG für Hübner Race Technology Esports. Dann haben wir auf der zweiten Position den Markenkollegen, aber nicht Teamkollegen, Mosquito Motorsport mit Martin Kraus. Die 110 ist das hier. Gleich die Außenseite für die ersten Kurven. Also mal gucken, ja, ob er sich da außen gegen halten kann oder vielleicht Innenseite zumachen muss, weil sonst vielleicht Lucas Hunter rankommt. Der ist nämlich hier auf der dritten Position mit seinem Ferrari. Der einzige Ferrari, den wir heute ja hier im Feld haben. Ihr seht hier relativ viele BMWs. Die Autos wurden natürlich vor einigen Wochen gewählt. Daher ja, ist es hier noch halbwegs gemischt, wobei hier heute sehr, sehr viele BMWs dabei sind. Lucas Hunter für CF Racing Team mit der 33. Dann haben wir auf der vierten Position, das ist Thomas Lehmann, ST Racing, der bestplatzierte BMW mit der 141, startet entsprechend auch auf der linken Seite. Dann haben wir Thomas Weinzettel, Ratisbona Racing Club. Fünfte Position, drittbester AMG hier gleich auf der rechten Seite. Oliver Gehler auch dabei für Mosquito Motorsport mit dem BMW mit der 70. Der startet hier ja noch halbwegs vorne, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob er sich da auch ja irgendwie in den Top 10 halten kann, vielleicht sogar aufs Podium fahren kann. Tobias Tannreuther, den haben wir ebenfalls im BMW für Club Racing mit der Nummer 22. Pierre Meyer auf der 8, den sehen wir hier für GSE Racing bei ACI mit der 35, der ja auch noch einiges an Punkten wieder gut machen möchte. Stefan Grehling startet dann für Mosquito Motorsport auf der Innenseite auf der 9. Position. Dann haben wir Philipp Noack auf der 10, Andrew Griffins Racing, auch da habe ich die Livery nicht, das weiß ich, die sieht nämlich nicht so aus. Da ist auch schon der Ad. Ja Jan, viel Erfolg da vorne. Dann haben wir Patrick Gonzalez, der fährt den Aston Martin für RS Sim Racing. Patrick Gonzalez hier, der Schweizer auf der 11. Position, der bestplatzierte Aston Martin. Sind ja nicht so viele dabei, 2 Stück noch, da kommen wir gleich zu. Dazwischen ist nämlich unter anderem noch Max Ohlinger, Mosquito Motorsport. Also das dritte Fahrzeug jetzt, glaube ich, was wir vom Team heute sehen, im BMW auf Position Nummer 12. Marcel Lang im BMW für Club Racing auf der 13. Position startet er, macht sich auch gerade bereit, geht hier gleich in die Einführungsrunde rein. Apollo Motorsport vertreten durch Ben Utzer heute im zweiten Aston Martin hier auf der 14. Position. Da ist er, der Ed Eismann, auch Andrew Griffins Racing, Teamkollege von Philipp Noack. Ja, ein paar Autos sind dazwischen, da kommt man sich noch nicht direkt ins Gehege. Mal schauen, ob sie in die Top 10 geht, dass man sich hier auch noch mal ein paar mehr Punkte heute holen kann.
BMW von Into the Wall Racing. Ja, Möglichkeiten in die Wand zu fallen gibt es ja auf jeden Fall. Hoffen wir mal nicht, dass Philipp Witzmann das auch in die Tat umsetzen wird. Hier startet er von der 16. Auf der 17. Tim Schafhauser, Siem Racing, einer von zwei Porsche. Der nächste ist nämlich direkt daneben für Most Wanted. Julian Kunkel sehen wir hier mit dem 32er Fahrzeug. Geht jetzt in die Einführungsrunde rein. Und darauf folgt ihm der Lukas für CF Racing Team mit der Nummer 19, der dritte Aston Martin für heute. Dann haben wir einen Honda heute dabei für die Affenbande, Michael Schneider mit der 896 da hinten. Ja, waren die Abstände so ein bisschen größer, also gucken wir mal, ob die da ein bisschen nach vorne kommen. Philipp König noch CF Racing Team im AMG mit einer wunderbaren leuchtenden Antenne oben drauf, den erkennen wir also auch vom Weiten. Und ganz hinten haben wir Christian Brandl, CBE Sport, der schaut sich die ganze Geschichte von hinten an und ja, hofft natürlich, dass so vorne irgendwas passiert, dass er da gleich mal profitieren kann. Wir werden es gleich sehen. Vorne, ja, wird sich ordentlich warm gemacht hier und ich werde nochmal was trinken und dann geht's gleich los. Startet auch keiner aus der Box, wie es aussieht. Also alle auf der Startzielgeraden unterwegs und dann drücken wir den Daumen, dass da alles unfallfrei läuft. Dann haben wir hier, denke ich, ein ganz, ganz, ja, schönes Rennen. Strecke steht tatsächlich noch auf schnell, sehe ich gerade. Aber ich denke, in den nächsten 90 Minuten wird es auf optimal gehen. Also die Zeiten werden nochmal schneller werden. Muss man natürlich auch berücksichtigen hier am Start, dass es ein bisschen rutschiger ist und ein bisschen mehr, ja, Vorsicht walten lassen, würde ich mal sagen. So, aber jetzt trinke ich was und dann geht das gleich los. So. Gehen wir schon mal in die Heli-Perspektive. Dauert noch einen Moment, sind gerade im mittleren Sektor hier unterwegs. Ja, 22 Autos. Paar mehr sind eigentlich angemeldet. Ein paar Absagen gab es für heute. Ja, woran es liegt, keine Ahnung. An der Strecke, glaube ich, eher weniger. Ist doch eine relativ beliebte Strecke, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall sehr Spaß, hier zu fahren. Vielleicht hat auch ein bisschen die Nacht abgeschreckt oder, ja, 90 Minuten zu lang. Man weiß es nicht genau. Aber 22 Autos, wo wir hoffen, dass auch alle heute ins Ziel kommen, sollten eigentlich die Zweikämpfe, ja, weitestgehend mitbekommen. Ist ja ein bisschen übersichtlicher, die ganze Geschichte. Bin mal gespannt, ob die beiden AMGs da vorne sich gleich durchsetzen werden. Lukas Hunter da im Ferrari. Ja, Porsche eher weiter hinten, das ja relativ starke, ja, Startautos sind, sage ich mal, am Start. Kommt immer sehr, sehr gut vom Fleck. Audi auf der 8 haben wir auch noch. Der einzige tatsächlich heute. Also schauen wir dann mal, ja, wie es läuft. Ob die Reifen denn auch, ja, mitmachen, die 45 Minuten. Oh, da war der Jan Philipp aber. Nee, nicht Jan Philipp. Kraus war das. Martin Kraus da relativ optimistisch gerade beim Warnfahren. Hat er schon mal ein bisschen Gummi abgelassen auf die Strecke. Na, mal gucken, vielleicht kann er das nachher nochmal ein bisschen nutzen. Aber hier natürlich in der Einführungsrunde in den ersten 1, 2, 3 Runden im Rennen muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen mit den Reifen. Sonst macht man die ganz schnell mal kaputt. Und jetzt geht's hier in die Zweierformation. Links, rechts wird sich hier positioniert. Und dann geht das gleich los hier. Ja, Boxeneinfahrt natürlich auch noch so eine Sache übrigens, wenn man sich da an die Linie hält, was man hier auch sollte. Ja, muss man ein bisschen langsamer um die letzte Kurve fahren und wenn du direkt einen hinter dir hast und der das vielleicht nicht mitbekommst, weil du vielleicht auch nicht blinkst oder er sieht den Blinker nicht, dann gibt es auch gerne mal Missverständnisse. Genauso wie bei Kollision in der letzten Kurve haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass da einer unfreiwillig in die Box gedrückt wird und dann muss er dort einmal durchfahren. Ja, einmal eine gezwungene DT, würde ich sagen. Hoffen wir auch das nicht, dass das passiert. Wir werden jetzt, ja, gleich schlauer sein. Geht nämlich jetzt auf die Startzielgerade. Hinten sollten auch alle draufkommen, dass sie alle wunderbar geradeaus starten können bei etwas größeren Feldern. Wir hängen ja manche noch in der Kurve rum, aber hier sind ja nicht so viele heute am Start. Und gucken wir mal, Jan-Philipp Nürnberger haben wir auf der Innenseite. Der weiße AMG ist das da und, oh, Martin Kraus mal komplett verschlafen hier den Start, beziehungsweise Lehmann richtig guten Start gehabt, hat sich da mal gleich durchgesetzt zwischen den AMG und den Hunter da auf der Innenseite, dem Ferrari, und hat sich da zwei Positionen gleich mal holt. Ganz, ganz sauberer Start, möchte ich mal sagen. Tobias Tannenreuther ist hier noch auf seiner Startposition, ist aber gerade mit Oliver Gehler am Gange, side by side. Dahinter Pierre Meyer, der kann nur zuschauen. Oh, wir sehen, oh, jetzt geht's da zu dritt. Da gibt's den ersten Unfall zwischen den beiden und da wird noch Pierre Meyer komplett weggedrückt, links rüber. Oh, hoffentlich kommen die hinten alle vorbei. Wahrscheinlich gibt's jetzt hier eine relativ große Karambolage. Da hinten wird auch gebremst versucht, zumindest auszuweichen. Aber da sehen wir tatsächlich doch, was wir hier leider immer mal wieder sehen. Wenn es vorne etwas weiter kracht oder weiter vorne kracht, dann kann da nicht jeder ausweichen, weil er es zu spät sieht oder zu spät auf die Bremse geht. Aber hier haben wir jetzt tatsächlich Ben Utzer und Tobias Tannenreuther direkt in die Box teleportiert. Sehr, sehr schade dafür. Viele, viele Piloten. Hat gefühlt ein Drittel des Feldes hier getroffen. Und ja, ich
glaube, dass auch einer direkt schon vom Server runtergegangen. Nur noch 21 Autos. Ben Utzer, Tannreuter, schauen wir mal, die nochmal rausfahren. Eieiei. Ja, Pierre ist, glaube ich, runter, ne? Ja, haben wir gesehen. Pierre ist voll ein rechts mitbekommen, weil die beiden BMW sich da berührt haben. Ja, 3 Minuten Schaden. Das holst du natürlich, na, weiß ich nicht, nicht unbedingt auf. Da muss man, zugeben, dass das vielleicht nicht so viel Sinn macht, weiterzufahren. Moin, Max. Ja, Pierre, dann, ja, vielleicht holst du dir ein Bier oder keine Ahnung, was du trinkst und guckst dann wenigstens noch zu. Wir sehen auf jeden Fall Nürnberger vorne geblieben. Lehmann haben wir gesehen mit dem Superstart hier gleich 2 Positionen gewonnen. Dann haben wir Martin Kraus, und dahinter Lukas Santer eine Position entsprechend verloren. Weinzettel dahinter auf seiner Startposition geblieben. Und dahinter, ja, hat sich natürlich die kleine Lücke jetzt gebildet durch diesen Unfall da vorne. Dahinter kommen dann alle bis Platz 15 natürlich. Und da hinten König Brandl noch zusammen, Schneider Schafhauser noch zusammen. Utzer Tannreuter, wie gesagt, schauen wir mal, ob die noch weiterfahren werden. So, Brandl. Achso, da geht Philipp König rein. Hat er womöglich auch Schaden. Ja, sieht so aus. Hier die Motorhaube deutlich beschädigt. Dahinter kommt schon gleich der nächste rein. Das ist dann der Michael Schneider hier für die Affenbande. Der ist ohnehin von etwas weiter hinten gestartet, von der 20. Ja, der wird jetzt hier, ja, stoppen, reparieren. Vielleicht auch nur reparieren, weil durchfahren kannst du jetzt trotzdem nicht die 1,5 Stunden. Da reicht der Sprit für gewöhnlich nicht. Oh, jetzt gibt es den nächsten Unfall. Da sehen wir Kraus unter anderem. Wir schauen mal kurz ins Replay. Vielleicht schauen wir mal von oben. Da hat es jetzt auch noch Lukas Santer getroffen. Oh, wo ist denn jetzt Kraus? Da ist er. Wahrscheinlich mit Lukas Santer kollidiert hier. Das ist der gelbe Ferrari. Schauen wir mal, was da jetzt genau passiert ist. Eieiei, gab es kleine Kontakte und dann geht es geradeaus und da bleibt Lukas Santer komplett in der Wand hängen. Und Martin Kraus, sehen wir, rutscht da weg, bleibt er ebenfalls in der Wand hängen. Also da haben sich gleich nochmal 2 Autos da vorne verabschiedet von den vorderen Positionen. Lukas Santer ebenfalls direkt in die Box rein. Na, wenn das so weitergeht, dann können wir den Stream in einer halben Stunde auch ausmachen, weil dann keiner mehr fährt. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir, dass das dabei bleibt. Aber sehr, sehr viele jetzt, ja, in der Box hier unterwegs und hoffen wir, dass noch ein paar rausfahren wieder. So, also eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, turbulente Startphase, nennen wir es mal so. Viele haben da jetzt wirklich Schaden davongetragen und da wird heute nicht mehr so viel zu holen sein, vor allem, weil es da vorne ein paar getroffen hat. Oh, Lehmann auch sehr weit raus. Weinzettel natürlich hier enorm profitiert. 2 Positionen direkt mal gewonnen, genauso wie Oliver Gehler und ja, quasi alle dahinter 2 gewonnen. Stefan Krehling hier insgesamt sogar 4. Also das sind natürlich die Profiteure. Jan Philipp Nürnberger auf der 1 mit der 1,45,450. Die schnellste Runde gesetzt. Lehmann bleibt da erstmal dran. Dahinter haben wir noch diese kleine Lücke. Wir gehen mal zu Patrick Donsalas rüber. Der ist hier auf der 12 unterwegs, direkt hinter dem Lukas hier auch ein. Ja, Aston Martin ist aber kein Teamkollege, nur Markenkollege. Hier 8 Positionen sogar gewonnen. Also gucken wir doch mal, würde ich sagen, in die Position Deltas rein. Wahrscheinlich einer der größten Gewinner mit Kunkel zusammen, der direkt vor ihm hier fährt. 1,8 Sekunden. Also das sind die beiden ganz, ganz großen Profiteure. Aber ihr seht es da, die ersten 11 Positionen gut nach vorne gekommen. Donsalas, na gut, eine verloren. Martin Kraus, ja, der gehört natürlich mit zu den Verlierern. So wie natürlich alle, die da gerade jetzt in die Box teleportiert sind. Ja, sehr, sehr ärgerlich. So, ja, passt. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar schöne Zweikämpfe heute kriegen. Philipp Noack, wie lief's denn da? Auch da natürlich nach vorne gekommen. Sehen wir hier mit der 69 Andrew Griffiths Racing auf der 6. Position. Mal gucken, ja, ein paar Autos in der Box. Ja, ist natürlich die Frage, wie viel Schaden man hat. Ob sich das noch lohnt, dann weiterzufahren. Beziehungsweise, ja, wann man denn weiterfahren kann. So, vorne haben wir zumindest einen schönen Zweikampf. Wir gucken aber kurz mal zu Ed Eismann rüber. Andrew Griffiths Racing. Der hat hier 6 Positionen gewonnen. Guckt hier mal ganz kurz, ob Marcel Lang da vielleicht die Tür auflässt. Ja, nicht so ganz. Kann sich da noch gut halten. Hier kann man auch ganz gut verteidigen. Auf der Innenseite kommen ja erstmal ein paar Linkskurven. Aber Marcel Lang hier, ja, hat auf jeden Fall einen BMW direkt im Nacken. Muss da immer wieder nach hinten schauen, dahinter auch die Autos alle nicht so weit weg. Da oben sehen wir sie alle bis Position 14. Und dahinter ist es dann doch schon, ja, relativ lückenhaft, muss man sagen. Durch die ganzen Schäden, durch die Reparaturen womöglich. Nürnberger vorne unbehelligt, trotz des, ja, vielleicht leichten Drucks noch von Thomas Lehmann. Wird eine weitere schnellste Runde gesetzt, wenn auch nur minimal schneller als Thomas Lehmann. 300stel nämlich, eine 44,96 und 44,99 hat Thomas Lehmann gesetzt. Aber der kann da im Moment gar ganz gut mithalten. Hat aber auch selber keinen Druck von hinten. Natürlich ganz praktisch hier. So, schauen wir mal hinten raus. Hier bei Lehmann, bei Marcel Lang natürlich. Ed Beißmann nämlich direkt dahinter. Gucken wir mal, ob er hier im Windschatten rankommt oder nicht. Ja, BMW gegen BMW. Also jetzt vom Fabrikat her nicht direkt ein Vorteil.
Aber wir sehen auch, ja, wird nichts werden. Guckt zwar, oder beziehungsweise verteidigt hier mehr oder weniger mal ganz kurz. Aber sieht, das reicht nicht, dass Ed da angreifen kann. Jetzt kann er aber hier vielleicht den Fehler ausnutzen. Jetzt wird es hier sehr holperig. Da muss er aufpassen mit dem Rejoin. Ja, wir haben es gesehen, wie das Auto da abhebt. Ed ist man aber jetzt vorbeigekommen. Und Julian Kumpel dahinter im Porsche. Ja, der hat das gesehen. Der ist ja sehr gut nach vorne gekommen. Und das könnte heute mal ein richtig gutes Rennen werden, würde ich sagen. Ist hier mittendrin in dieser Traube. So, gucken wir mal ganz vorne rein. Da geht es schon in die ersten Überrundungen gleich. Denn Tobias Tannreuther ist da vorne, der ja schon in der Box war. Der stand 256 Sekunden. Dauert schon ordentlich. Philipp König auf der 18 statt eine Minute. Michael Schneider stand 30 Sekunden. Ich denke auch mal, da wird es nur eine Reparatur gewesen sein. Ich denke nicht, dass er nach einer Runde noch Reifen wechselt und irgendwas nachtanken wird. Reinkommen, ja, muss er dann ja sowieso nochmal. Ja, 20 Autos jetzt nur noch. Lucas Santa noch in der Box. Schauen wir mal, wann der reinkommt. 250 Sekunden ist er jetzt in der Boxengasse. Also gleich schon mal gut ausgedünnt hier. Sehr, sehr ärgerlich, vor allem beim 90-Minuten-Rennen, wo du noch mehr Zeit hast als normal. Nürnberger jetzt zum dritten Mal hintereinander mit der schnellsten Runde. 44,650 sehen wir hier. Und Lehmann, gucken wir mal. Da aber 3/10 langsamer letzte Runde. Also, mal gucken, ob Nürnberger sich weiter absetzen kann und da vielleicht den BMW ja aus dem Windschatten bekommt. So, Philipp Noack, gucken wir doch mal da rein. Ja, wird da gerade von Ohlinger angegriffen. Mal gucken, ob es hier reicht, um auch ja, vorbeizugehen. Er ist nämlich schon direkt im Windschatten dran. Und so ein paar Meter sind es noch, die man hier Vollgas fährt. Ja, gucken, Philipp Noack wird wahrscheinlich eher sich jetzt hier inhalten. Gucken wir mal, ob es den Angriff auf der Außenseite gibt. Da hat man jetzt nicht unbedingt große Chancen. Wir sehen es auch, da hält sich Ohlinger so ein bisschen zurück. Hofft vielleicht einfach auch hier auf einen Fehler. Sein Teamkollege, ja, konnte da ja, beziehungsweise Noacks Teamkollege konnte da ja eben vorbeigehen. Ja, der ist direkt dahinter. 2 Sekunden. Oh, lang geht ein bisschen weit. Wir schauen mal kurz rein. Leichter Fahrfehler womöglich. Ja, ein bisschen Curb mitgenommen. Auch da sehr, sehr holperig. Da geht es auch nochmal in die Wand rein. Hat sich hier selbstständig nochmal ja, ein bisschen was an Schaden geholt. Kunkel dabei auf die 9. Position gegangen. Ja, und Lukas jetzt direkt dahinter. Also der könnte auch hier seinen 9. Positionsgewinn holen. Schauen wir mal, ob er jetzt hier vorbeikommt, wie groß der Schaden beim BMW ist. So, jetzt haben wir noch 19 Fahrzeuge. Ja, gucken wir mal. Donzalas, Witzmann, Kraus dahinter. Das ist noch so, ja, der harte Kern des Feldes vorne. Scheint sich Nürnberger zumindest minimal absetzen zu können. Wir können gleich mal auf die letzten 3 Runden eigentlich schauen. Machen wir hier mal. Ja, da sehen wir immer mal wieder 1-2 Zehntel. Kann er da schneller fahren als der BMW-Pilot. Hat hier den BMW auch schon fast aus dem Windschatten raus, würde ich mal sagen. Und hat jetzt hier alle Möglichkeiten, sich den nächsten Sieg zu holen, den 4. im 5. Rennen. Also hier wirklich sehr, sehr stark unterwegs, der Jan Philipp. So, wir gehen zu Max Ohlinger rüber. Jetzt gibt es hier den Angriff gegen Philipp Noack. Er geht hier komplett auf die rechte Seite. Ja, ist sogar mit der Nase schon leicht daneben und vorbei. Jetzt muss er natürlich die Kurve sehr, sehr eng anfahren. Philipp Noack versucht außenrum zu verteidigen, was sogar erstmal funktioniert. Kann aber nicht rechts rüberziehen, wie wir sehen. Sonst wird er da wahrscheinlich die Berührung haben. Ja, sind immer noch Side by Side hier. Oh, bisschen Körper mitgenommen. Wir haben es gesehen, wie unruhig der BMW geworden ist. Und jetzt ist er noch nicht ganz vorbei. Da kann sich Noack immer noch vorne halten. Dahinter kommt Ed Eismann, der sieht die ganze Geschichte. Wird davon natürlich profitieren. Ja, nee, wir wissen es nicht genau. Nee, da bleibt Noack vorne. Ist jetzt hier der Ohlinger im Andrew Griffiths Racing Sandwich. Vor und hinter sich jeweils Teamkollegen. Also mal gucken, ob die da vielleicht mit ein bisschen Team-Tactics, hätte ich fast gesagt, da was ausrichten können. Jetzt haben wir Lukas hier mit einer gelben Flagge. Wir schauen da mal kurz rein. Verliert jetzt hier Position um Position. So, da ging es an einem BMW noch nicht ganz vorbei. Lehmann vorne jetzt mit der gelben Flagge. Oh, 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 der wird auch gerade durchgereicht. Hier sehen wir, wie er das Auto verliert. Aber kriegt es hoffentlich wieder unter Kontrolle. So, was bei Lehmann passiert. Der ist jetzt hier auf der 4. Position unterwegs. Na, gucken, ob wir das noch reinbekommen. Ah, hier haben wir es noch halbwegs gesehen. Er auch hier irgendwie abgeflogen. In der Toe Corner ist das. Ja, vielleicht hier zu schnell reinlaufen lassen. Geht ganz, ganz schnell. Also da hat er seinen guten Start leider schon wieder zunichte gemacht. Wieder auf der 4. Position unterwegs. Und damit, ja, 2 Sekunden hinter Gehler und Weinzettel. Mensch, für den läuft es doch richtig gut. Der muss hier nichts machen und wird hier nach vorne gespült. Von der 5 jetzt auf die 2. Position. Und der musste nicht mal groß was dafür machen. Ja, aber so kann es natürlich auch gehen. Nürnberger wird sich auch freuen, dass er da ein bisschen Körb gerade mitnimmt, aber keine Lichter mehr im Rückspiegel hat. Ist jetzt hier mit, ja, was waren das gerade, 5-6 Sekunden, glaube ich, wenn sich's wieder einpendelt, auf der 1. Position sehr, sehr, ja, unbedarft,
ohne Druck unterwegs, wollte ich sagen. Leichter Fehler von Noack. Jetzt könnte hier wahrscheinlich Ohlinger vorbeigehen. Wir fahren mal bei Eismann mit. Der ist jetzt hinter seinen Teamkollegen. Also wir sehen schon, Noack hat die Position direkt abgeben müssen. Und jetzt heißt es hier, teamintern sich einig werden. Ja, sollten sich aber beeilen, weil dahinter ist noch Julian Kunkel, der Porsche, der ja auch sehr, sehr viel gewonnen hat an Positionen und da vorne gekommen ist hier. Und der sieht da schon den nächsten drei Autos, die nächsten drei BMWs, die nächsten drei Positionen, die er sich holen will. Da würde er ja in die Top 6 reinfahren. Ja, ich denke, da wäre er nicht abgeneigt, wenn das klappen sollte. So, der Ferrari von Lukas, Aston Martin von Lukas, sorry, immer noch in der Box. So, schauen wir mal wieder hier. Hat sich nichts getan. Philipp König mit der gelben Flagge. Der ist hier anscheinend auch abgeflogen in der Schikane. Wir schauen mal kurz. Kein Auto weit und breit. Dürfte auch ein Fahrfehler gewesen sein. Auch hier wahrscheinlich zurückgesetzt, möchte ich mal fast behaupten. Der ist nämlich jetzt in der Box unterwegs. Ey, verliert hier den AMG. Und damit, ja, das Rennen auch ziemlich gelaufen, muss man leider sagen. So, Don Salas müsste gerade an Marcel Lang vorbeigekommen sein, laut Anzeige jedenfalls. Don Salas jetzt hier auf der 10. Position und Marcel Lang haben wir auf der 11. Witzmann und Kraus direkt dahinter. So, was hat sich hier getan? Der Andrew Griffiths Racing Zug. Hier jetzt, ja, in der Mitte dieses Vierer-Trains. Und Julian Kunkke, da fahren wir mal ein paar Meter mit. Hier 9 Positionsgewinne schon. Also der ist richtig stark unterwegs. Wahrscheinlich auch einfach profitiert, muss man sagen. Hat sich da raushalten können, bis jetzt keinen Fehler gemacht. Und ja, wird jetzt mal gucken, dass er da die BMW-Armada angreifen kann. Ohlingers Aufgabe wird erstmal sein, ja, ein bisschen wegzukommen, was ihm gerade auch doch ganz gut gelingt hier. Eine Sekunde hat er jetzt Vorsprung. Und wir wechseln mal, ja, ein paar Meter dahinter. Lang, Witzmann, Kraus hier. Ja, sehr, sehr dicht hintereinander, der AMG. Ja, nicht zu spät auf der Bremse, sehr gut. Ja, kommt hier deutlich besser raus. Geht jetzt sehr weit. Da wird er den gegebenenfalls Trackcut aber in Kauf nehmen. Wird er auf dem Gas bleiben, um den Schwung mitzunehmen. Und vielleicht sich den Marcel Lang jetzt zu holen. Ich denke mal, Don Salas wird da jetzt erstmal nicht mitspielen. Beziehungsweise... Was sage ich da? Don Salas. Ne, Lang ist das ja davor, sorry. Lang hier, der, denke ich, ist erstmal safe hier. Witzmann dahinter. Muss aber sich auch nicht gegen Kraus wehren. Da sehen wir im Windschatten. Ist er nicht so rangekommen, dass er sich mal daneben setzen könnte. So, Schikane kriegen auch alle. Haben wir heute auch schon ein paar Abfliegen sehen, tatsächlich. Also, da geht's auch mit einem schönen, schönen Train hier. Ja, auf der 11, auf der 12, auf der 13. Richtung der nächsten Runden. So, Viertelstunde haben wir hinter uns. Also ein bisschen ist hier noch zu gehen. Gucken wir mal zu Ed Eismann rüber, ob er hier schneller als sein Teamkollege fahren kann. Schnellste Runde war Philipp Noack allerdings ein bisschen schneller. Also 3 Zehntel ungefähr. Aber gut, jetzt muss man mal schauen, ja, ob der vielleicht der Teamkollege ein bisschen schneller ist oder auch nicht. Da kann man sich natürlich überlegen, ob er den vielleicht doch irgendwie mal vorbeilässt. Vielleicht kann er ja den Ohlinger vorne nochmal ein bisschen beschäftigen. Und Witzmann verliert jetzt gerade die Position. Wir schauen nochmal kurz rein. Side-by-side aus der Toe-Corner ging es Richtung Heel-Corner. Auf der Innenseite müsste Martin Kraus sein. Leichter Kontakt hier. Witzmann trägt es etwas raus und damit geht der AMG-Kollege, ja, vorbei auf die 12. Position. Und er wird jetzt gucken, dass er hier den Marcel Lang nochmal einholt, der jetzt ein bisschen weggekommen ist, 2 Sekunden. Schauen wir mal. So, Lukas noch in der Box, König immer noch in der Box, Zahnreuter, der auch lange in der Box war, hier auf der 17 unterwegs, mit ja ungefähr 2 Runden Rückstand auf den nächsten. Das ist Michael Schneider hier im Honda, der 4 Positionen gewonnen hat. Der wird auf jeden Fall heute mit Positionsplus nach Hause gehen, denn hinter ihm sind ja nur noch 3 Fahrzeuge. Also da kann er gar nicht mehr, ja, so viel verlieren tatsächlich. So, beide Teamkollegen geben sich es auf jeden Fall hier. Zumindest hat Ed Eismann hier schon mal ein bisschen Ansprüche angemeldet, auf die 7. Position zu gehen. Das wird den Kollegen da vorne gefallen. Thomas Lehmann, der da einen kleinen Fehler hatte auf der 4, ist auch schon wieder dran an Oliver Gehler. Also mal sehen, ob er da ja auch wieder aufs Podium fahren kann. Nach seinem super Start muss er jetzt hier ja wieder Schadensbegrenzung, wollte ich gerade sagen, betreiben. Beziehungsweise wieder das aufholen, was er sich da am Start erarbeitet hatte eben mal. Hat ja auch noch viel, viel Zeit. Gucken wir mal, ja, ob es da vorne wird. Wir können ja mal in den Zeitenvergleich zwischen Gehler und Lehmann schauen. Ja gut, da sehen wir vor 3 Runden Lehmann da mit dem Dreher eine 1,53 gefahren. Und davor war er tatsächlich 2, 3 Zehntel schneller auf jeden Fall als sein Vordermann. Der kann den Abstand verkürzen. Da sehen wir ja beide BMWs auch schon im Bild. Also da wird es gleich den Zweikampf auf dem Podium geben. Gehen, na, da waren wir gerade. Gehen wir hier nochmal hin.
Jetzt ist Martin Kraus am Masse lang dran. Hat er richtig gut aufholen können, nachdem er da vorbei ist am BMW. Aber leichter Quersteher von Masse lang. Schnellste Runde schon wieder von Nürnberger. 44,570. Ja, der hat natürlich da gar keinen Druck. Freie Fahrt, denke ich mal. Ja, Überrundung gerade auch nicht am Gange. Während wir jetzt hier Side-by-Side-Action Richtung letzte Kurve sehen. Martin Kraus geht hier außen rum wahrscheinlich vorbei. Mal sehen, ob er sich auch daneben halten kann. Witzmann hat deutlich mehr Schwung rausnehmen können natürlich, da er die normale Linie fahren konnte. Und dann gucken wir mal, ob er sich jetzt hier am BMW-Kollegen vorbeidrückt. Jawohl, Witzmann geht am Master lang vorbei. Der ist damit zwei Positionen verloren hat in dieser oder in der letzten Runde vielmehr. Da ging es jetzt wieder auf die Startposition. Aber der gibt sich natürlich doch nicht geschlagen. Der gibt jetzt hier Gas im Windschatten, muss jetzt gucken, wie kann er sich positionieren. Was macht Philipp Witzmann? Bleibt er jetzt hier rechts, geht er links rüber und versucht Marcel Lang sich tatsächlich daneben zu bremsen, ist die Frage. Aber ich denke immer noch nicht, wenn man noch nicht daneben ist vor der Bremszone, dann wird man hier eher sich zurückhalten, wie wir sehen. Also der bleibt dahinter. Aber ja, wird hier gucken, dass er Druck ausüben kann. Gehen wir aufs Podium. Gehler und Lehmann. Da wird der Abstand weiter kleiner. Ja, wenn der mal hinten schaut, da ist er schon wieder, der BMW. Also Thomas Lehmann, gucken wir mal kurz, wo oder wie seine Ergebnisse bis jetzt waren. Gucken wir mal die 141. 21. ist er. Ja, er ist bei Rennen mitgefahren, wie es aussieht. Letztes und vorletztes, jeweils 60 Punkte geholt. Achso, da war er noch in der Liga 2 unterwegs. Da nehme ich mal an, dass er in die Liga 1 hochgestuft wurde. Hat er zweimal gewonnen, sehe ich gerade. Also auch hier Liga 1. Kann er vorne mitfahren, wenn auch nicht mehr ja, nur noch 17 Autos dabei sind. Nürnberger vorne 44,5. Der legt da eine schnellste Runde nach der anderen hin. Aber hier Lehmann auf jeden Fall ja heute auch wieder gut mit dabei. Wollen wir kurz zu Ed Eismann rüber. 0,3 Sekunden am Teamkollegen. Ja, da wird es auch spannend oder weiter spannend. Ja, da will man natürlich jetzt nicht unnötig viel Risiko eingehen und da womöglich eine Kollision verursachen. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich zwischen Teamkollegen. Aber das werden die schon irgendwie hinbekommen. So, gucken wir mal kurz hier hinter. Kraus, Witzmann, Lang. Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen auseinander. Ich meine hier Masse Lang. 47, 46er Zeiten. Hier haben wir 46er Zeiten bei Witzmann. Bei Kraus 45, sogar letzte Runde. Also da scheint der Vordermann jeweils schneller zu sein. Machen wir mal Zeit im Vergleich zu Don Salas davor. Ja, der fährt auch 45er. Also es könnte ein hartes Stück Arbeit werden für Martin Kraus, da Patrick Don Salas ranzufahren. 4 Sekunden der Abstand und die letzten Runden haben wir gesehen. Oder letzte Runde zumindest nicht groß der Unterschied. Und jetzt hat ja auch Martin Kraus freie Fahrt. Da sollte er seine 45er fahren können. So, Thomas Lehmann wieder mit Lichthupe unterwegs. Schauen wir mal. Jetzt wird er hier gleich zum Angriff anblasen. 0,4 Sekunden ist direkt drin im Windschatten. Und jetzt kann er sich schon mal so langsam Gedanken machen, wo er angreift. Hat er schon ausmachen können, wo Oliver Gehler vielleicht auch mal gern einen Fehler macht oder sich einen Fehler reintreiben lässt. Na, hier auf jeden Fall noch nicht. Da verliert er selber sogar ein bisschen was. Moin Mauler. Ja, so ist das, ne? Wenn man in Liga fährt, da kann man ja nicht das Auto immer wechseln. Beziehungsweise wenn, dann hat das ja oft mit Punktverlust zu tun. Und das wollen die meisten natürlich nicht. Deswegen, ja, noch der Mischmasch, sage ich mal, von vor ein paar Monaten. Ein Fefe hätten wir noch dabei, aber der ist auch schon runter, leider. Wäre noch der alte gewesen. Oh, ja, knapp an der Wand lang. Wieder Lichthupe. Ja, Weinzettel lässt sich da aber nicht aus der Ruhe bringen, beziehungsweise Gehler natürlich. Weinzettel ist ja da vorher. Jetzt gibt es ja aber schon mal den Angriff, die Nase mal reingehalten. Da gibt es wieder die Lichthupe. Oliver Gehler wird sich auch denken, na, so kommst du aber erst recht nicht vorbei. Da kannst du blinken, wie du willst. Gehler wird hier alles probieren, seine dritte Position zu behalten. Ja, kann er auch machen natürlich. Auch wenn er vielleicht ein Tick langsamer ist, wie wir gesehen haben an den Zeiten. Und da oben kommt auch schon wieder der nächste an, Stefan Krehling. Der ist letzte Runde 45,4 gefahren, hat damit 2, 3, 4 Zehntel aufgeholt auf das Duell hier vorne. Also vielleicht wird das hier gleich nochmal ein Dreikampf um den Podiumsplatz Nummer 3. Ja, Weinzettel und Nürnberger da vorne scheinen erstmal ihren Schuh zu fahren. Nürnberger kann den Abstand auch weiter ausbauen. Sehen wir ja, fährt da eine schnellste Runde nach der nächsten mehr oder weniger. Strecke steht auch zwischen schon auf optimal. Also sehr, sehr gute Rennbedingungen. Wegen ist ja heute nicht angesagt. Also hat man nur mit der Dunkelheit zu kämpfen. So, was hat sich hier getan? Auch nicht viel, an der Reihenfolge jedenfalls nicht. Kunkel jetzt wieder deutlich, deutlich rangekommen an die beiden BMWs. Und Jan Ohlinger konnte sich absetzen. Mal gucken, ob er sich da an den Dreier-Train da vorne nochmal anschließen kann demnächst. Im Moment hat er da ein bisschen Ruhe, sage ich mal.
Ja, haben wir schon viele Autos verloren, ne? 4 oder 5 tatsächlich. Natürlich da auch einige gleich an der Startphase. Dann hatten wir nachher nochmal einen Unfall da in der Schikane zwischen dem Ferrari und einem, war es ein AMG, glaube ich. Die haben sich ja auch schon wieder weitestgehend verabschiedet hier. Also da bleiben uns immer so viele Autos. 2 Dreierkämpfe haben wir hier. Der engere ist auf jeden Fall der hier gerade. Noack, Eismann und Kunkel. Bin mal gespannt, was sich da ja entwickelt. Kunkel wird hoffen, dass er noch weiter nach vorne kommt. Ich glaube, jetzt müsste er auch einer oder immer noch einer der größten Profiteure sein. 9 Positionen, jawohl. Eismann davor 7 Positionen, wird er auch zufrieden sein. Christian Brandl, der von hinten gestartet ist und da ja zumindest im Qualifying ein bisschen hinten dran hing, sage ich mal. Der hat da profitieren können und ja, wird heute, denke ich, ein zufriedenstellendes Ergebnis nach Hause fahren können. Auf der 15, 6 Sekunden hinter Tim Schafhauser. Tannreuther ist noch dabei, Martin Kraus ist noch dabei. Das sind noch so 2, die da in ja, Unfällen irgendwie verwickelt waren, aber noch dabei sind. Alle anderen sind die, die da überlebt haben, sozusagen. Ein kleiner Fehler von Noack und verliert hier auf einem Schlag 2 Positionen gegen den Teamkollegen und auch gegen Julian Kunkel, dem Piloten hier von Most Wanted und damit sein 10. Positionsgewinn. Also, der baut hier ja die grüne Zahl weiter aus und die nächste ja könnte gleich folgen. Mal gucken, ob er jetzt hier vorbeikommt an Ed Eismann, ob der jetzt wegfahren kann. Und wie das jetzt hier weitergeht, wir gehen, glaube ich, mal nach vorne, denn Lehmann immer noch nicht vorbeigekommen, derweil Stefan Krehling jetzt auch direkt von der Partie dahinter der AMG. Also haben wir ein BMW, nee, 2 BMWs, ein AMG so rum im Dreikampf 4. Hinten haben wir 2 BMWs und einen Porsche. Die beiden Porsche waren ja nebeneinander gestartet, der eine gut nach vorne gekommen, der andere ein bisschen nach hinten gefallen, beziehungsweise weiter hinten platziert im Moment. Schauen wir, wie lange das so bleibt. Die Boxenstopps werden ja normalerweise noch so eine halbe Stunde ungefähr dauern. Ich denke, dann werden die meisten drin gewesen sein. Alle, die schon ja drin waren. Oh, Brandl hier mit leichten Problemen. Eben noch gelobt und jetzt hier einen kleinen Fahrfehler gehabt. Auch hier zu schnell reinlaufen lassen. Kriegt die Karin nicht. Doch, kriegt sie gerade noch wieder gerade gedreht ohne Einschlag in die Wand. Also weiter geht's hier auf der 15. Position. Natürlich ein bisschen Zeit verloren. Aber ich denke, damit wird er leben können. So, ja, schauen wir mal, was geht jetzt hier. Krehling macht jetzt Druck auf den BMW. Der ist ja nicht vorbeigekommen da vorne. Jetzt muss er sich hier eher noch verteidigen. Das könnte jetzt den Angriff geben vom AMG. Der gibt schon wieder die Lichthupe von Lehmann und Lichthupe vom AMG. Immerhin, ja, was immer die auch uns damit sagen wollen. Da wird auf jeden Fall ordentlich gefightet. Krehling steckt aber nochmal deutlich zurück hier, bevor er da einen Unfall provoziert und das Ganze, ja, nicht nutzen kann, hier vorbeizugehen. So, Noack, eben ja einen kleinen Fehler gehabt in der Schikane. Ed Eismann setzt sich zumindest ein paar Meter jetzt schon mal ab vom Porsche. Ja, wir mal gespannt sein, ob das heute hier tatsächlich Platz 7 oder besser wird. Auch er wird da sehr, sehr zufrieden sein, denke ich. Also die beiden Dreikämpfe, ja, gehen hier Runde für Runde. Sehr schön, dass wir das sehen. Vorne passiert nicht viel, hinten passiert ja leider auch nicht so viel. So, einmal hier nach einer halben Stunde wieder die Kehle genässt hier und ja, Julian Kunkel jetzt im Sandwich weiterhin. Philipp Noack nach seinem Fehler kann aber den Druck auf jeden Fall hochhalten. Der muss er jetzt nicht abreißen lassen. Ja, man muss das natürlich ausnutzen, da wegzukommen, aber nicht so einfach getan. Wie gesagt, Julian Kunkel hier auch mit ja doch ganz guten Rundenzeiten, 45ern. Damit ist er ja auf jeden Fall locker hier in den Top 10 unterwegs. Ich glaube nur Nürnberger fährt hier 44er, wenn ich das gerade richtig sehe. Also mit 45. Bist ja eigentlich ganz gut mit dabei. Mal schauen, ob es noch weiter nach vorne geht. Schönes Dreierpäckchen, was wir hier sehen. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf. Dann gehen wir zu Witzmann und Martin Kraus vielleicht mal rüber. Bin mal gespannt, wer jetzt hier wen angreifen kann. Der Porsche kommt an den BMW ran. Der BMW kommt aber noch erst recht noch an den Porsche ran natürlich. Der ist hier auf der Geraden nicht ganz so dolle. Ja, und da geht's links zumindest mal daneben. Jetzt hat er aber keinen Platz. Leichte Berührung hier auf der Geraden. Kommt auch noch leicht aus Gras, aber geht tatsächlich vorbei, der Philipp Noack. Kann auch die Linie halten. Jawohl, kann sie halten. Damit hat er sich Julian Kunkel geschnappt. Hätte auch schief gehen können. Das sehen wir auch gerne mal hier auf der Geraden Richtung Schikane, dass es Berührung gibt. Und dann, ja, wackeln die Autos hin und her, verlieren vielleicht das Auto. Und dann geht's geradeaus in die Wand rein. Und heute haben wir ja schon gesehen, ja, was da so passiert ist. Oder, ja, was dann die Folge ist. Meistens ist das Auto dann, ja, ziemlich kaputt leider. Dann geht's dann nicht weiter.
So, jetzt gucken wir aber zu Witzmann. Da kommen wir pünktlich zum Angriff hier gegen Martin Kraus. Geht hier auf der Innenseite ohne Probleme vorbei. Guck mal kurz. Ja, hier ist ja auch noch eine Beschädigung. Die Motorhaube leicht geöffnet, also fährt sich offenbar nicht ganz so dolle. Ja, zeitentechnisch wissen wir nicht genau, was er fährt. 45,8, 46,2, 47,7. Wird im Moment etwas langsamer zumindest. Aber gut, jetzt gab es hier noch das Überholmanöver. Also, Philipp Witzmann jetzt 5. Positionsgewinn. Auf der 11 ist er unterwegs. Don Salas davor. Der hat ein bisschen Ruhe tatsächlich. 3 Sekunden. Ja, ist halt in dieser Dreiergruppe. Wir können ja mal den Vergleich machen. Das sollte er eigentlich aufholen. Dadurch, dass wir da so ein paar Kämpfe haben. Oder hatten eben. Also könnte sein, dass da hinten, da kommt er um die Ecke, der Aston Martin hier auch nochmal mitspielen wird. Moin Timo. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich umzuziehen. So, Martin Kraus kommt jetzt auch rein. Denke mal, ja, durch den Schaden, da wird er nicht länger draußen bleiben als nötig. Jetzt wird er die Stunde dann gleich versuchen, zu Ende zu fahren. Sollte hinhauen, wird natürlich ein relativ langer Stint jetzt. Nochmal doppelt so lang wie jetzt. Aber, ja, sollte passen, sollte keinen extra Stop machen müssen. So, da gehen natürlich jetzt ein paar Autos vorbei. Schauen wir mal, wie lange er dann gleich stehen muss. Wird dann die Reifen wechseln, nachtanken und dann gucken und hoffen, ja, dass da noch ein bisschen was für ihn abfällt hier. Derweil schauen wir mal ein bisschen hier durch die Dreikämpfe. Lehmann, Gehler. Ja, jetzt musste Kreding mal wieder ein bisschen ablassen hier. 1,8 Sekunden ist er hinten dran. Eben haben wir den Zweikampf gesehen. Hat nicht ganz gereicht, leider. Oh, was hat Lehmann da gemacht? Schöner Quersteher da eben. Ja, nicht, dass er seine Reifen jetzt hier kaputt macht. Aber ich denke mal, auch er wird hier in einer Viertelstunde spätestens reinkommen. Ja, ist natürlich die Frage, wenn du hinten feststeckst, ob du vielleicht früher oder später oder gleichzeitig reingehst, muss man ein bisschen durchgucken oder überlegen, was man da macht. Eben ist er schon reingekommen, kam nicht vorbei, jetzt ist der Abstand zwar noch über eine Sekunde, also da steckt er jetzt noch nicht direkt fest. Da muss natürlich beobachten, ja, wie er da am Schlausen vorbeikommt. So, Nürnberger wollen wir auch nochmal ins Bild holen. Geht jetzt gerade in die 16. Runde. Ne, 17. Runde ist es jetzt. Nürnberger hier mit der schnellsten Runde. 1,44,5 weiterhin. Der kann auch den Abstand ausbauen. Wir machen mal den Zeitenvergleich zu Thomas Weinzettel auf der 2. Hier sehen wir hier eine Sekunde hat er ihm abgeknöpft in den letzten 3 Runden. So zwischen 2 und 4 Zehnteln ist er schneller pro Runde. Also, wenn er das so weitermacht, dann ja, wird das hier heute ein relativ einfacher Sieg. So viele Kontrahenten sind ja heute nicht dabei. Vor allem, wir haben es ja vorhin gesehen, von die auch vorne mit dabei sind in der Gesamtwertung und ja, dementsprechend auch schnelle Leute sind heute gar nicht so viele dabei. Hatte ich mich wohl leider verguckt hier. Ja, aber sehr, sehr starkes Rennen für ihn. Auch ein recht entspanntes, muss man sagen. Am Start hat er keinen großen Fehler gehabt. Da hat er sich vorne halten können und dann ja, ist er von dann gezogen. Thomas Weinzettel auch einer der größten Gewinner hier. Wir haben es gesehen. Gut nach vorne gespült worden, weil sich da einer nach dem anderen verabschiedet hat. Wir gucken nochmal ganz kurz hier rein. Eben heute ordentlich Screen Time. So Schafhauser, Masse, Lang. Hinten auch nochmal vielleicht gleich am Gange. Martin Kraus wieder auf der Strecke. Da gucke ich mal ganz kurz. Ja, fast 46, 47 Sekunden insgesamt Standzeit. Also da waren nicht ganz 15 Sekunden Schaden bei ungefähr. Also doch schon, ja, relativ erheblich. Je nachdem, wo man den Schaden bekommt. Auf der Seite geht das sogar noch. Aber auf die Achse vorne, hinten, da machen auch ein paar Sekunden gerne mal was aus. Aber auf die Seite zum Beispiel, da ist das nicht ganz so wild. Hat aber anscheinend repariert soweit, ist jetzt unterwegs und wie gesagt, wird er jetzt die Stunde durchfahren. So kann Ohlinger auf Kreling aufholen. Ohlinger fährt hier 45,7, sowas relativ konstant. 46,0, 45,2. Ja, mal so hier zwischen 5 und 6. Also Ohlinger muss mal zusehen, dass er da vielleicht auch die Dreiergruppe aufschließen kann. Dann geht es immer nochmal ums Podium hier. Hier hat sich jetzt erstmal geordnet. 1, ein bisschen was Sekunden zwischen den Autos. War eben sehr, sehr eng. Wie gesagt, halbe Stunde ist rum. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere doch ein bisschen über Pace hier und da mal einen Quersteher gehabt. Vielleicht machen die Reifen gerade nicht mehr ganz so mit. Also nach 25 Minuten merkt man das doch manchmal doch schon ganz gut. Und heute, ja, sind die Stints ja einen Tick länger. Durch das 90-Minuten-Format heute. So, Philipp Nowak. Da ist man sich irgendwie einig geworden. Oh, jetzt kommt er ein bisschen ran an seinen Teamkollegen. Was bei Tannreuther los? Der hat, glaube ich, nur jemand vorbeigelassen. Deswegen gucken wir wieder zu den beiden Andrew Griffins BMWs. Ja, Ed Eismann hat es nicht geschafft, da mal wegzufahren. Also, da muss er sich jetzt hier wehren gegen seinen Teamkollegen. Marcel Lang kommt jetzt auch gerade rein. Gucken wir mal jetzt hier. Oh, geht es jetzt zu zweit rein, hoffentlich. Geht das hier gut? Ich denke, auch hier wird es noch keinen Angriff geben. Und jetzt kommt
Gonzalez weiter ran da hinten. Vielleicht mal schauen. Also vorne kriegen wir vielleicht nochmal einen Vierer gespannt. Wobei, da sehen wir, da werden die Abstände tatsächlich etwas größer. Krelin kann da nicht ganz mithalten oder kommt zumindest nicht ran. Aber hier kriegen wir vielleicht nochmal einen Vierer-Train. Das ist ja ein Viertel des Feldes dann sozusagen. Ja, aber hier zwischen den drei wird auf jeden Fall der Boxenstopp wichtig werden. Die ein, zwei Sekunden, die du hier zwischen den Autos hast, die verliert man mal ganz, ganz fix in der Boxengasse. Also hier ist es auch gleich den Boxenstopp gut hinbekommen. Nicht zu schnell reinfahren, aber da man sich hier an die Linie halten muss, ist das nicht ganz so wild. An die Linie an sich sollte man mal sich halten. Ich guck mal kurz, ob es noch Strafen gibt übrigens. Ne, keine Strafen offen gerade. So, Kraus geht gerade an Schneider vorbei, ist jetzt aber nicht Boxenstopp bereinigt. Kraus war ja schon in der Box, weiß nicht, ob Schneider sich da überhaupt gewehrt hat, wahrscheinlich nicht. Der weiß selber, ja, er muss noch in die Box, die Position wird er sowieso verlieren. Tannreuther geht jetzt rein zum Boxenstopp, also auch ein Tick früher vielleicht als gedacht. Kraus wird jetzt hier wegfahren, hat natürlich auch noch frischere Reifen, muss man sagen. Sollte also hier ohne Probleme den Honda hinter sich lassen können. So, 16 Grad, weiß nicht, ob es noch kühler wird. Wir sind ja so ziemlich in der Nacht, also so viel kühler wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Reifendrücke werden relativ hoch sein. Überhitzung ist ja auf jeden Fall kein Thema, denke ich, mit den Reifen. Die sollten hier auf Temperatur kommen. Wahrscheinlich, wenn sogar eher zu niedrig, aber zu hoch ist immer ganz, ganz blöd. Warmfahren kriegt man, oder warm gefahren kriegt man die Reifen eigentlich immer ganz gut, wenn die zu warm sind. Die wieder zu kühlen, das ist schon schwierig. Vor allem, wenn du jetzt hier ja, im 2-3-Kampf bist, da kannst du nicht ja, mal ein bisschen easier fahren. Da musst du dich mindestens mal in den Vordermann halten, dass der nicht wegkommt, beziehungsweise gucken, dass du zumindest den Hintermann hinter dir hältst. Aber machen die erstmal hier ganz gut. Wir sehen, da tut sich jetzt gerade nicht direkt was. Lehmann jetzt mal wieder ein bisschen rangekommen. Krelin dahinter. Ja, wird ein Tick größer, der Abstand, würde ich sagen. Ja, 9 Zehntel hat er doch verloren, die letzten 3 Runden. Also 2, 3, 4 Zehntel waren es dann doch im Schnitt pro Runde. Ja, sehr schade. War eben, sah eben sehr, sehr spannend aus auf dem Podium. Jetzt haben wir hier wieder den Zweikampf womöglich gleich. Ja, mal gucken, was Lehmann macht. Kommt er noch vorbei vor dem Boxenstopp? Oder fährt er erstmal hinterher und ja, hofft dann über den Boxenstopp oder im zweiten Stint dann mit wieder frischen Reifen anzugreifen oder angreifen zu können? So, wir gehen mal durchs Feld durch. Nürnberger haben wir auf der 1 inzwischen schon 10, 11 Sekunden weg. Schon lange keine schnellste Runde mehr gesehen. Thomas Weinzettel haben wir auf der 2. Position. Relativ unspektakuläres Rennen für ihn. Jetzt sind wir auf der 3 drauf. Jetzt bleiben wir doch mal ganz kurz hier. Schauen mal, ob wir da jetzt den Angriff erleben. Dann gehen wir gleich ein bisschen weiter. Also, Lehmann da. Ja, mal ein paar Runden nicht direkt dran gewesen. Mal gucken, ob er jetzt hier wieder rankommt. Aber auch da ist er noch zu weit weg. Da wird Oliver Gehler sich vorne halten können. Also Thomas Lehmann bleibt hier erstmal auf der 4. Position. Stefan Krelin dahinter hat das Ganze im Blick. Max Ohlinger dahinter auf der 6. Position. Auch gut nach vorne gekommen, so wie fast alle, die noch übrig sind. Ed Eismann, ja, der kann sich leicht lösen von Philipp Noack, seinem Teamkollegen. Auch dahinter der Porsche, gerade deutlich nicht in Schlagdistanz. Julian Kunkel hier. Patrick Gonzalez haben wir den Schweizer. 2 Sekunden ist er noch dahinter. Also, der wird auf jeden Fall ein bisschen pushen, soweit es geht. Soweit sie Reifen hergeben, dass er da vorne rankommt. Philipp Witzmann haben wir gerade in der Schikane auf der 11. Position. Into the Wall Racing. Er hat sich in die Wand geschafft heute. Bis jetzt jedenfalls nicht. Und das soll auch so bleiben. Ich glaube, ja, das haben wir heute schon zu Genüge gesehen. Jetzt hoffen wir, dass wir noch schöne Zweikämpfe bekommen. Tim Schafhauser hier auf der 12. Position. Auch noch gar nicht so viel gesehen. Und jetzt haben wir hier Noah gegen Eismann verpasst. Wir gucken nochmal 20 Sekunden zurück. Ed Eismann muss hier einen kleinen Fehler gehabt haben. Denn da hat er eigentlich noch einen relativ guten Abstand. Da könnte Noack sich eigentlich nicht einfach daneben gesetzt haben. Oh, Ed Eismann ist gerade noch eine Position verloren. Ah, hier ist Hecke, kommt korrigiert, da geht's in die Wand rein. Oh, und dann ist wahrscheinlich Kunkel auch noch dann gleich vorbeigezogen. Jawohl, hier auf der Innenseite dann. Jetzt sind wir im Live-Bild. Da sehen wir, Ed Eismann sich auch noch Schaden geholt. Das heißt, er wird beim Boxenstopp ein paar Sekunden verlieren, je nachdem, wenn er dann überhaupt repariert. Ist er relativ seitlich eingeschlagen in die Wand. Also muss man mal gucken, ob sich das im Fahrverhalten auswirkt oder nicht. Wird jetzt hier noch sicherlich ein paar Runden fahren und dann wird er entscheiden, ob er repariert oder ob er sich sagt, das geht auch so noch, kann hier noch die Pace gehen und dann spart er sich da die paar Sekunden Reparaturzeit beim nächsten Boxenstopp und kann hier den Abstand dann, oder ja, muss den Abstand nicht größer werden lassen.
Also die drei tauschen hier ganz gut durch. Philipp Noack jetzt mal wieder vorne dran an der Dreiergruppe. Martin Kraus verliert ja gerade die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auch wieder die Schikane. Michael Schneider geht gerade vorbei. Der muss aber noch in die Box rein. Da sehen wir das wieder unruhig, das da ist auf dem Gras. Da heben die Autos ordentlich ab. Zumindest kein großer Einschlag. Martin Kraus, ja, der hat ohnehin nicht gute Laune, würde ich mal fast behaupten. 13 Positionsverluste. Klar, der war schon in der Box, aber wenn wir uns die Abstände anschauen, wird es auch nicht mehr so viel weiter nach vorne gehen. Boxenstopp dauert hier. Kann ich gar nicht sagen, war noch keiner so normal drin. Aber ich denke mal, grob eine Minute wird es wohl auch dauern, vielleicht ein bisschen weniger. So, danke für die Follows übrigens. Herzlich willkommen. Heute, ja, ein bisschen ruhiger auf der Strecke. Nicht ganz so viele dabei gewesen, einige beim Start gleich schon weg. Also wird heute, ja, sagen wir übersichtlich. Wir kriegen dafür umso mehr mit von den einzelnen 2- und 3-Kämpfen, die wir noch haben. Gucken, ob Kunkel jetzt hier an Philipp Noack vorbeikommt. Dann ist er auch mal hier vorne in der Dreiergruppe unterwegs. Der war ja sonst immer nur auf der Position oder, ja, dahinter. Er war immer noch hier im Sandwich der beiden Andrew Griffins BMWs unterwegs. Na, gucken wir ganz kurz vorne, Ende statt Zielgerade, Thomas Lehmann, ja, der ist dran, kommt aber nicht vorbei, Tobias Tannreuther kommt jetzt aus der Box, der stand da, oder, ne, ist da immer noch drin, steht da schon einige Minuten jetzt gerade. So, gucken wir mal, wird es da den Angriff geben? Ich fürchte da nicht, 0,4 Sekunden ist normalerweise zu weit weg, wenn da nicht gerade ein Porsche vor dir herfährt. Aber gegen den BMW hier, mit dem BMW selber, wird da nicht angreifen können. Da geht es gleich sogar an eine Überrundung. Michael Schneider dürfte das sein, das ist ja der einzige Honda heute. Gucken wir mal, wie sie das da lösen. Aber ich denke mal, Schneider, ja, wird da relativ viel Platz oder gut Platz machen, denn der hat 37 Sekunden Rückstand auf Christian Brandl. Können wir eigentlich mal kurz gucken, was sagt die Pace. Ja, holt er aber ganz gut auf, muss man sagen. 6,3 Sekunden in den letzten drei Runden. Also da wird er sicherlich doch ein bisschen, ja, noch ein Auge drauf haben auf die 13. Position. Zu Recht, würde ich sagen. 50 Minuten hat er noch Zeit. Also vielleicht kann er sich da nochmal den Christian schnappen. Ja, wenig reguläre Boxenstopps bis jetzt. Meistens war es durch Reparaturen. Aber wird sich hier gleich ändern in ein paar Minuten. So, oh, ich sehe gerade, eine SG30 war dabei, bei der Nummer 27, wenn ich das gerade richtig sehe. Ist die gerade runtergegangen? Glaube ich gar nicht mehr auf dem Server drauf, sind nämlich gerade auch nur noch 16 Autos. Ja, scheint so, keine Ahnung. Ja, Tannreuther in der Box, damit haben wir noch 15 auf der Strecke. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht Last Car Standing, oder? Ich hoffe nicht. Dann würden die 50 Minuten wahrscheinlich aber doch noch reichen. So, Kaelin kommt jetzt aber rein auf der 6. Position liegend. Also das dürfte einer der ersten regulären Boxenstopps sein. Wir gehen aber rüber auf die Stadtziel, gerade auf die andere Seite der Mauer hier, Julian Kunkel. Im Moment zumindest 11 geworden, kommt hier schon wieder zu weit raus. Das passiert ihm hier, glaube ich, ein bisschen öfters, habe ich jetzt den Eindruck gehabt. Hoffen wir mal nicht, dass er sich jetzt hier schon ein paar Cuts geholt hat. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ein so gutes Rennen bis jetzt. Und hier, ja, weiterhin gut beschäftigt. Ist zumindest mal nicht langweilig. So, Ed Eismann dahinter. Ja, vielleicht macht sich der Schaden ja doch ein bisschen bemerkbar. Hier geht es wahrscheinlich nicht vorbei. Dann gucken wir bei Ed erstmal kurz mal in die Rundenzeiten. 46er Zeiten. Davor 45 und davor 46. Also der Schaden nicht ganz so groß und Kunkel verliert hier gerade das Auto und trifft dann Ed Eismann. Aber nicht ganz so wild für ihn. Wir gucken nochmal, was da genau passiert ist. Ob er das Auto selber verloren hat. Wir schauen mal von oben vielleicht. Ich glaube, ein Kontakt mit Philipp, Noack gab es da glaube ich nicht. Nee, da hat das Auto selber verloren. Hoppel, hoppel, hoppel. Und dann, ja, macht er auch nicht mehr viel wahrscheinlich. Und dann Ed Eismann gibt dir nochmal einen mit. Und dann Zadders da hinten geht vorbei. Jetzt ist er da vorbeigegangen. Und Gehler und Lehmann gehen jetzt hier auch nochmal ordentlich zur Sache. Auch da gehen wir gerade mal ins Replay rein. Also die zwei Kämpfe hier gleich mal gleichzeitig mit Kollision. Schauen wir mal, hier müsste die Heel Corner sein. Nach der Geraden die Rechtskurve. Nase reingesteckt. Und da trifft er hier den Gehler, dreht ihn weg. Und ja, da sehen wir es da. Verlieren ist auch einige Positionen. Gehler jetzt sogar zurückgesetzt. Eieiei.
So, Lehmann jetzt auf der dritten Position, kommt jetzt in die Box. Ohlinger folgt ihm direkt. Also hier bei zwei BMWs im Zweikampf, die jetzt direkt in die Box reinfahren. Ist die Frage, hat Lehmann jetzt Schaden, den er reparieren muss? Ohlinger haben wir jetzt hier im BMW. Mal gucken, was er reparieren muss. Und Gela, ja, hat er sich zurückgesetzt, ist die Frage. Manchmal ist es ein Anzeigefehler. Ja, ist jetzt runter vom Server. Junge, Junge, so ein Rennen habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. So, kommen wir mit Gonzalez, hat er eben profitieren können. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. 14 noch. Rennen können wir in 10 Minuten wahrscheinlich beenden. Naja, machen wir mal weiter. Also, Gonzalez jetzt hier dran an Ed Eismann, der jetzt hier ja, hinter Philipp Noack ist. Der Porsche von Kunkel auf der 7. Position. Der natürlich da ein bisschen jetzt durch den eigenen Fehler was verloren. Sehr, sehr schade für ihn. Aber immer noch 11 Positionsgewinne. Gucken wir mal, wo die Reise nachher hingeht. 26 hat der. Durch den Kontakt, das sah gar nicht so schlimm aus. Ach ja, der hatte ja vorher auch schon einen Einschlag. Stimmt ja. Stimmt ja. Ja, beides mal auf die linke Seite bekommen. Weiß nicht genau wo vielleicht, aber ja, schauen wir mal. Das könnte vielleicht Gonzalez jetzt ausnutzen. Spätestens über den Boxenstopp. Könnte ich mir dann vorstellen, dass Gonzalez vorbeigehen wird. Der hat ja, glaube ich, keinen Schaden. Also wenn Ed Eismann da wirklich da so lange stehen muss, dann wird Gonzalez hier erstmal auf die dann, ja, 4. Position gehen. Ja, 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 okay. So, Lehmann aus der Box kommend. Ja, ein paar Sekunden hat er. Stand 41 Sekunden. Max Ohlinger, der hat, ja, wenn repariert, dann auch nur ein paar Sekündchen. 35 Sekunden Standzeit nur. Also der ist jetzt hier auf der 10 und Thomas Lehmann auf der 11 im Moment. Die werden natürlich auch noch ein bisschen nach vorne kommen hier. Kiwi, moin. Danke für den Raid. Herzlich willkommen. Schöne Füße in die Runde. Ach, meine Güte. Geht das schon wieder los. Ja, Füße kann ich euch nicht bieten. Autos kann ich euch auch nicht so viele bieten. Leider schon einige runter. Iso, die moin. Und Anlisch, moin. Ja, sind gerade in der Boxenstoppphase. Also kommt gerade zur Hälfte des Rennens hier vorbei. 90 Minuten sind wir gerade hier bei Racing League Esports unterwegs. Gerade in die Boxenstoppphase so am Gange mehr oder weniger. Zumindest von denen, die noch da sind. 47 Minuten noch. Und ja, vorne hatten wir noch einen schönen Zweikampf. Im Mittelfeld hatten wir noch einen schönen Dreikampf. Gab leider ein paar Unfälle gerade. Daher schauen wir mal gleich, wie das nach dem Boxenstopp sich wieder alles ordnen wird. Dann gucken wir mal hier bei Patrick Gonzalez. Aber ja, mal gucken. Je nachdem, wann er in die Box kommt, wird der Aston Martin Pilot da vorbeigehen. Ja, wird immer weniger, Jan, das stimmt. Wahrscheinlich können wir eine halbe Stunde zugucken, wie Nürnberger noch hotlappt oder so. Mein Frozen. Was habt ihr denn gemacht? Seid ihr LFM gefahren oder stand heute noch was anderes auf dem Programm? So, Kraus hinten ist ja auch nicht Boxenstopp bereinigt, muss man sagen. Nürnberger kurz weiße Flagge. Ja, kommt aber nur in die Box rein. Ja, weiße Flagge kommt da in der letzten Kurve, weil man da sehr langsam um die Ecke fährt. Ach ja, Street Wide Racing war ja auch noch, stimmt. Habe ich ein bisschen Kollision mit den Terminen. Aber da sind wir nächsten Montag wieder. Aber heute ist ja nur Sprint-Dings, ne? Ist ja nicht das Multiclass-Ding. Da sind wir dann nächste Woche. Ja, mal gucken. Letztes Mal hatten wir da ja fast nur GT4s, nur 2, 3 GT3s. Mal verkehrte Welt sozusagen. Aber GT4s mag ich sehr gerne. Sehen wir mal sehr schönes Racing. Macht auch sehr Spaß zu fahren. Und gucken wir mal, ob wir nächste Woche mal wieder ja, ein ordentliches Feld bekommen. Mal mit ein paar GT3s und ein paar GT4s. Immer sehr, sehr interessant Multiclass hier. Eine Stunde auf Imola. Ja. Ja, das stimmt. Da ist doch eine relativ anspruchsvolle Strecke durch die Curbs auch unter anderem und musst du viel, viel Schwung durch die Kurvenkombination nehmen. Ja, Frozen, ich kann ja nicht überall sein. Leider nicht. Erstmal in die Eistonne, genau. So, Kraus jetzt vorbeigezogen hier an Schneider. Der wird auch Platz gemacht haben. So, jetzt gucken wir mal, wann jetzt hier wer reinkommt. Bleiben hier immer noch draußen. Also Soro scheint der Schaden dann auch wieder nicht zu sein. Ja, 46, 6 fährt er noch. Gonzalez 46, auch 6 sowas den Dreh rum. Aber der steckt auch hier fest. Der kann ja auch nicht viel schneller fahren. Weinzettel und Kunkel reingekommen. Weinzettel, der war doch schon, oder? Nee, war sein Boxenstopp, okay. Aber Kunkel jetzt auch drin. Der wird auch ein bisschen länger stehen. Würde ich jetzt mal behaupten, nach der Kollision. Was ist das denn für eine Ausrede? Alle beschweren sich im Chat, dass ich irgendwo nicht mehr streame. Oder zu wenig streame. Jan hat sich auch schon beschwert. Kannst auch ganz lassen. Dann kann sich keiner mehr beschweren. Alles das gleiche Recht für alle sozusagen.
Anderen sind mir egal, ja. Ja, morgens streame ich aus dem Auto. Apropos GT4, fahren wir wieder ein bisschen alpin auf Kota. Geht ganz gut, das Fahrzeug, da habe ich gemerkt. Mal schauen, letztes Mal hatten wir ja ein schönes Fotofinish auf der vierten Position dann. Auf Kialami war auch sehr, sehr cool. Ja, und dann Mittwoch machen wir wieder LFM Dailies. Donnerstag ist Pro Series. Freitag, glaube ich, ist gar nichts. Weiß ich gar nicht. Am Wochenende. Nö, auch nur LFM, wenn überhaupt. So, Patrick Gonzalez hat jetzt erstmal nicht überholen können. Geht jetzt erstmal in die Box rein. Ed Eismann bleibt erstmal draußen. Noack auf der 1 im Moment. Nürnberger dürfte schon in der Box gewesen sein, dementsprechend. Jawohl. Hat da auch einen soliden Boxstopp hingelegt hier. Ja, Jan muss ich gucken. Wenn Andi oder Zappi. Nee, Andi hat, glaube ich, Urlaub. Ob Zappi Donnerstag macht, dann mache ich natürlich Hove. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das passt. So, Schneider muss noch in die Box, sehen wir. Brandl muss noch reinkommen. Hier ist er auf der 11. Donzalas Schafhauser reingekommen. Mal gucken, wo die jetzt wieder rauskommen. Im Schafhauser hier einer von zwei Porsche. So, Kunkel. Na, der hat nicht viel Schaden gehabt oder nicht groß repariert. Der stand nicht mal 35 Sekunden. Hier der Porsche, der da sich weggedreht hatte und noch Ed Eismann getroffen hat. Breuer, moin. Danke für den Follow. So, mal gucken, wo der sich wieder einordnet. Sollte da ja ungefähr bei den Andrew Griffins BMWs auch wieder sich einordnen. Noack war ja noch nicht in der Box. Eismann war noch nicht in der Box. Also historischer Moment. Zweimal Andrew Griffins Racing auf der 1, auf der 2 hier beim Rennen. Haben wir auch einmal eingefangen. Philipp Witzmann sehen wir gerade auf der 3, der noch reinkommen musste. Und dann haben wir sie schon fast alle durch. Dann haben wir wieder ein Boxstopp bereinigtes Feld. Und dann schauen wir mal, ob wir die letzten 40 Minuten auch nochmal ein paar Zweikämpfe zu sehen bekommen hier. So, ja, eine SG30 haben wir und das war's dann bis jetzt auch, aber ich muss noch immer wieder kontrollieren. Ja, aktuell keiner mit einer Strafe, also die Strafen halten sich doch sehr in Grenzen. Was ja an sich ganz gut ist, aber kann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Action reinbringen, je nachdem, wo man dann nach der Strafe wieder rauskommt. So, Noack kommt rein, mal gucken, ob ihm der Teamkollege folgt. Tutor hält sich hier auch an die weiße oder gelbe Linie, in dem Fall ist es ja... Bleibt hier schön innen, jawohl. Und Philipp Witzmann wird da auch gleich folgen. Und dann, ja, sind alle soweit durch mit ihren Boxenstopps. Dann geht's gleich in die letzten 40 Minuten. Jan-Philipp Nürnberger kommt auch schon aus der letzten Kurve raus, geht auf die Startziel und wird jetzt in die 28. Runde einbiegen. Und damit, ja, seinen, ich möchte doch mal sagen, relativ sicheren Sieg nach Hause fahren. Glaub nicht, dass der sich noch groß was leisten wird. Der hat so viel Luft nach hinten. Guck mal, Weinzettel, der ist jetzt erst auf der Geraden, also... Da hat er wirklich viel, viel Abstand. Von waren es mindestens 10. Dürften wahrscheinlich inzwischen schon mehr sein. Also da wird nicht so viel mehr passieren. Die können das etwas gemütlicher angehen. Da gerade gelbe Flagge gehabt. Wollte gerade schon sagen. Oh nein, kaum sage ich es doch. Eingedämmert hier leicht. Zu viel Körb mitgenommen. Den hat es da schön reingezogen. Oh Mann. Das habe ich gejinxt. Das ist mein Fehler. Das tut mir ja leid, Land Philipp. 10 Sekunden sehen wir hier. Ungefähr Abstand. Jetzt hat er sich nochmal richtig Schaden geholt. Also wenn der so weiterfahren kann, dann muss er hoffen, dass die 10, 11 Sekunden reichen. Das könnte für Thomas Weinzettel natürlich nochmal interessant werden. Ja, weiß nicht, ob er das mitbekommt vielleicht. Oder vielleicht hat schon, dass der vorne eingedämmert ist. Vielleicht jetzt rankommt. Er wird es ja sehen an den Abständen spätestens, wenn sich das dann, ja... bemerkbar machen sollte, wofür ich mal fast ausgehen möchte, wenn man sich das hier anschaut. Also da ist er mal gut eingedämmert mit der Nase. Also wird vielleicht nochmal spannend. Schauen wir mal, Kreling jetzt auf der dritten Position. 6 Positionen gewonnen, 16 Sekunden. Dann haben wir Max Ohninger auf der 4. Thomas Lehmann, ja, durch die Reparatur natürlich auch nach hinten gefallen. War da am Anfang auf der zweiten Position auf dem Podium unterwegs. Ein Fehler gehabt, auf die 4 zurück. Jetzt hier durch den Unfall auf die 5 zurück nach der Reparatur. Und der, ja, wird sicherlich nochmal Ohlinger sich vorknöpfen wollen. Dann haben wir Philipp Noack auf der 6. Der hat einen guten Boxenstopp gehabt. Ed Eismann hat wohl nicht ganz repariert. Oder wenn überhaupt. 35 Sekunden Standzeit. Also, der fährt hier wohl mit einem etwas beschädigten Fahrzeug weiter. Gonzalez direkt dahinter. Also, da hat sich tatsächlich nichts getan. Auch die Abstände sehr, sehr ähnlich geblieben vor dem Boxenstopp hier. Hat nicht gelohnt. Ah, das ist an sich eine gute Nachricht, sage ich mal. Ja, muss man überlegen, ne? Ob man die 26 Sekunden, oder wenn man nicht ganz so viel, die 26 Sekunden nicht verliert mit dem Schaden auf der Strecke, dann lohnt es sich nicht zu reparieren. Das muss man aber, wie gesagt, dann, ja, ein bisschen... beobachten, sage ich mal, wenn man ein bisschen noch fährt. So, Jan-Philipp, sei schon, nur der Philipp Witzmann auf der 9.
Wir haben wahrscheinlich fast alle ein grünes Position Delta, ne? Ja, nicht ganz. Martin Kraus noch dabei. Aber sonst alle, ja, sind auch dabei, die hier überlebt haben, sozusagen, keinen Fehler hatten. So, Martin Kraus, da ist er auf der 11. Dann haben wir auf der 12. Was ist bei Lehmann los? Verliert hier das Fahrzeug oder was ist da los? Hat sich zurückgesetzt. Ah, sehr, sehr schade. Hätte heute noch ein richtig gutes Ergebnis holen können. Schauen wir mal, ob er hier tatsächlich einen Unfall hat oder einfach so abgestellt hat, weil das sah jetzt nicht nach einem Fahrfehler aus. Nee, der hat hier abgestellt. Junge, Junge, was für ein Rennen. Habe ich noch nie erlebt, glaube ich, dass so viele Autos nach und nach weggehen. Und dann ja nicht mal unbedingt durch Unfälle. 13 Autos noch. So, dann Salas Eismann. Gucken wir uns den Zweikampf an. Das bleibt uns auf jeden Fall gerade noch. Ja, Christian Brandl, der kurzgelbe Flagge, hat aber nur eine Überrundung abgebacken. Der wird sich freuen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob er rennt pace-technisch. Was fährt er denn für Zeiten? Ah, war gerade in der Box, glaube ich. Deswegen die Zeiten ein bisschen durcheinander hier. 1:48.9 war es vorhin. Aber ich glaube, etwas langsamer als viele, viele andere. Hat hier aber trotzdem Positionen, ja, geschenkt bekommen, muss man natürlich sagen. Aber egal, er fährt weiter und hat viele, viele Positionen gut machen können. Und dementsprechend kann er sich heute auch Punkte holen. Kann man mal kurz gucken in der Wertung. Wie lief es denn da bis jetzt? Auf der 28. Erstes Rennen war nicht dabei, zweites leider nicht ins Ziel. Letzten beiden Rennen hat er punkten können, 58 und 48 Punkte. Damit hier auf der 28 unterwegs. Oh Gott, in der Gesamtwertung und heute, ja, wird er wieder gut Punkte machen können hier auf der 12. Junge, Junge, meine Stimme verabschiedet sich auch. Macht's wie die Autos. So, gehen wir mal auf die Heckpartie hier von Ed Eismann. Moment mal. So, einmal die Stimme rebooten. Ja, da ist man heute sehr, sehr viel im Fokus hier. Der bietet mal wieder gut Show. Der streamt ja auch hier aus dem Auto. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, macht das gerne mal. Wahrscheinlich quatscht er auch noch nebenbei mit den Leuten. Wobei, im Moment weiß ich nicht so genau. Donzales macht gut Druck. Und Philipp Witzmann, der will jetzt auch nochmal angreifen hier. Der fährt 1:45.9 ist er gefahren. Also hat hier auf jeden Fall ein paar Zehntel aufholen können auf den Zweikampf. Und wird hier noch weiter aufholen können, wenn sie denn in den Zweikampf reingehen. So, zwei Autos, wenn die noch runtergehen, dann ist die Hälfte des Feldes weg. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Aber wollen es mal nicht herbeischwören. So, immer noch 16 Grad Strecke optimal. Leichter Wind hier. Aber an den Bedingungen ändert sich nichts. Ein bisschen wolkiger geworden. Aber wie gesagt, Regen steht auf 0%. Also die Regenreifen können drin bleiben oder eingepackt bleiben vielmehr. Kannst hier schön mit den Slicks weiterfahren. Gonzalez dürfte keinen Schaden haben eigentlich, also rein optisch nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass er irgendwie einen Unfall gehabt hat. Als Julian Kunkel da abgeflogen ist, konnte er ja außen rumfahren. Reifen gewechselt haben sie ja auch alle. Aber Witzmann, der ist sehr, sehr gut unterwegs. Wir sehen schon, der Abstand nur noch eine Sekunde. Ja, Timo, das weiß ich leider auch nicht. Das musst du den Patrick fragen. Das ist eine gute Frage. Aber der hat, glaube ich, eh gleich andere Probleme. Ein Problem fahren wir mal mit hier. Das ist nämlich Philipp Witzmann. So, Nürnberger vorne 10 Sekunden weg. Also der Abstand relativ ähnlich geblieben. Kreding dann da 17 Sekunden. Da sollte sich nicht so viel tun. Wobei, wir müssen ja nochmal kurz gucken nach dem Schaden von Nürnberger. Fährt hier trotzdem 45er Zeiten. Er verliert zwar so ein paar Zehntel, könnte aber vielleicht reichen die letzte halbe Stunde vielmehr. Vor drei Runden sehen wir 1:48. Weiß nicht, ob da jetzt die Kollision war, wahrscheinlich. Aber hier gar nicht, verliert gar nicht so viel, wie ich fast gedacht hätte. Also mal sehen, ob es reicht. 10 Sekunden immer noch der Abstand. Behalten wir natürlich im Auge. Vielleicht kriegen wir nochmal ein schönes Finish nachher da vorne. Und freut sich der Ed, dass er im Fernsehen ist? Wahrscheinlich, ne? Ja, hat sich gut gemacht. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, LFM-technisch, glaube ich, nicht immer Split 1 gewesen. Jetzt aber immer wieder mit dabei. Also, der ist auf jeden Fall gut oder besser geworden.
Und auch hier heute wieder, ja, an sich eine gute Performance hier in dieser Kurve, die wir gerade durchfahren haben. Leichten Einschlag gehabt und dann eben, oder vorhin mit Julian Kunkel, da die Kollision, da konnte er aber auch nichts machen, muss man sagen. Also da muss er sich keinen Vorwurf machen. Aber nichtsdestotrotz hier Position 6. Ja, für die Gesamtwertung sicherlich auch nicht verkehrt. Schau mal da kurz nach, wo er sich da bis jetzt platziert hat. Ups, vertippt hier. So, wo ist er denn? Ach da, auf der 19 ist er. Ja, immer gepunktet tatsächlich. Aber heute wird wahrscheinlich einer seiner besseren Ergebnisse werden. Und da ist es im Mittelfeld noch relativ eng in der Gesamtwertung. Also da wird er bestimmt noch einige Piloten überholen können nachher. Wenn er das denn hier nach Hause bringt, er muss sich aber erstmal weiter verteidigen. Schauen wir doch mal, Don Salas. Da sehen wir mal den Anzeigeback wieder. Heißt man immer noch von Don Salas natürlich. Jetzt hier schön den Schwung rausnehmen. Hier kann man sehr weit rauskommen. Die rechten Reifen müssen noch auf dem Curb sein. Dann ist die Runde noch gültig. Also ja, bisschen wie Valencia Kurve 1, nur andersrum. Kann man auch sehr weit rauskommen. Also das passt erstmal. Jetzt gucken wir doch mal, ob er vielleicht auch an den Windschatten rankommt. Wir fahren mal mit. Ja, jetzt ist er doch ein Tick schneller, geht jetzt aber bereits schon raus. Mal sehen, ob er jetzt auch daneben geht. Innenseite kann man tatsächlich mal vorbeigehen, muss aufpassen, dass man nicht überschießt. Ed Eismann versucht da ein bisschen gegenzuhalten, entscheidet sich dann aber doch nicht dafür. Leichter Quersteher, John Zahn ist vorbeigegangen und Witzmann direkt auch im Angriffsmodus natürlich. Eieiei, jetzt gucken wir mal, ob die beiden BMWs in Zweikampf gehen. Don Salas da mit ein bisschen Risiko vielleicht, aber ich denke, das war alles im grünen Bereich. Hat sich die Position holen können. Eismann, Witzmann und Julian Kunkel jetzt auch wieder dabei. Also, der hat hier schön, ja, die Hände in die Hand genommen, hätte ich was gesagt. Die Beine in die Hand genommen, heißt das. Hat den Abstand verkürzen können und damit haben wir hier, ja, in dem Mittelfeld nennen wir es mal, Platz 6 bis Platz 9. Vielleicht nochmal ein Vierkampf, außer Don Salas fährt natürlich da vorne jetzt weg. Schauen wir mal. Aber Kunkel wird da hinten auf jeden Fall Druck machen. Also da wird es leider mal ein bisschen Action geben. Ed hat sich nur in die Hosen gemacht. Ja, das ist ja gut. Ja, aber da zu zweit rein, da weißt du auch nicht. Zwei gehen raus und man weiß nie, wie viel rein und wie viele rauskommen, weiß man meistens nicht. Da hofft man natürlich, dass man mindestens einer davon ist. Aber alles gut gegangen. Vorne Nürnberger verliert weiterhin auf, oder Weinzettel holt auf Nürnberger auf, so rum viel mehr. Also nur noch 9 Sekunden. Na, das könnte tatsächlich nochmal eng werden hinten raus. Mensch, Mensch, wenn Weizsäcker sich tatsächlich den Sieg holen sollte, dann ist er heute aber wirklich, ja, das heißt ein Glückspilz, irgendwie schon. Meistens hat er die Position ja dadurch gewonnen, dass die anderen Unfälle hatten. Aber kann er ja natürlich auch nichts für, von daher. Ja, wenn er hier den Sieg holt, hat er sich's auch verdient. Wenn man selber keine Fehler macht, das ist natürlich auch eine Leistung. So, eine Stunde haben wir hinter uns. Normalerweise wäre das Rennen jetzt schon, ja, vorbei, bei den meisten Rennen jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie viel 90-Minuten-Rennen haben wir noch. Ich guck mal kurz in den Kalender. Zwei Stück noch am 26. Juni. Da sind wir auf Ungarn unterwegs, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Und 90 Minuten nochmal auf Sandford, das ist das vorletzte Rennen. Alle anderen Rennen gehen eine Stunde. Ja, ich sehe gerade die Startzeiten. Also wir starten mal in der Nacht, mal nachmittags, mal morgens. Mal ein bisschen mehr Regen, mal ein bisschen weniger. Also auch wettertechnisch haben wir hier gut was an Abwechslung. So, passiert hier nochmal was, fahren gerade ein bisschen hintereinander her, aber wir bleiben natürlich ein bisschen drauf. Setzinger, moin. Kann ja mal was trinken. So, Kunkel macht jetzt hier Druck, also, oh, kleiner Querschläger vom BMW. Aber ich gehe mal ganz stark von aus, dass wir ja zuerst den Zweikampf hier sehen werden. Don Salas beobachten wir weiter, ob er sich da absetzen kann. Ed Eismann, ja, der hält sich aber sehr gut, trotz des Schadens. Oh, jetzt hier reinhalten ist natürlich keine wirkliche Option, muss man sagen. Da kann man vielleicht mal hoffen, dass der, ja, BMW in dem Fall einfach die Tür doch ein bisschen auflässt. Zu weit rauskommt, dann kann man sich daneben setzen. Aber da macht Philipp Witzmann, ja, keinen großen Fehler, kann sich da vorne halten. Hier auf der Geraden sollte er keine Angst haben vor dem Porsche. Das ist ja noch der, der alte Porsche hier. Der ist nicht ganz so stark auf der Geraden. Also, da wird er vorne bleiben.
Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben leider viele, viele Autos verloren. Das finde ich ein bisschen schade. War mal 22, glaube ich. 21, 22. Leider eine etwas größere Startkollision. Dann hatten wir ja danach noch die nächsten Runden ein, zwei Kollisionen. War auch so vom Server gegangen. Und daher ja etwas ruhiger hier auf der Strecke. Aber zumindest haben wir hier den Vierkampf noch, der uns noch hoffentlich ein bisschen beschäftigt. Mal schauen, Don Salas kommt aber gerade leicht weg. Auch Eismann, Witzmann, 1,5 Sekunden. Aber vielleicht bleibt auch im Moment nur der Zweikampf hier zwischen dem Porsche und dem BMW. So, guck mal, Strafen, glaube ich, waren keine offen. Nee, keine Strafen. Also sehr, sehr strafenarm heute das Rennen. Eine SG30 hatten wir. Ansonsten, glaube ich, alle strafenfrei geblieben. Also auch in der Boxengasse hat alles funktioniert. Keiner zu schnell gewesen. Aber wenn man sich an die Linie hält, wie gesagt, da bist du ohnehin relativ langsam. Da gar nicht so einfach, sich eine Strafe zu holen. Auch wenn man es, na gut, wenn man es drauf anlegt, wahrscheinlich schon. Aber so ist man relativ, ja, langsam. So, fahren wir mal Kunkel mal mit. Na, schöne Dirty Air hier in diesen schnellen Sektionen. Hier ein bisschen lupfen und dann wieder aufs Gas gehen. Ja, wir hoffen, dass die 13 unfallfrei durchkommen, ja. Naja, die Abschnitte sind ja teilweise doch groß genug. Wir sehen es auf der Karte. Sehr schön aufgereiht. Haben jetzt noch ein, zwei Zweikämpfe. Eismann, Don Salas setzen sich so ein bisschen ab von Witzmann und Kunkel, logischerweise. Also der Vierkampf, ja, geht in zwei Zweikämpfe womöglich. Gucken wir mal jetzt hier auf der Geraden. Wird er auch wieder nicht rankommen, nehme ich an. Nee, das wird nicht reichen. Ja, Weinzettel gleich unter 8 Sekunden an Nürnberger dran. Müssen wir mal hier vielleicht ein bisschen... Nürnberger Weinzettel. So, mal einen Zeitenvergleich machen. Ja, wieder eine Sekunde in den drei Runden aufgeholt. Mal gucken. Na, das würde aber so reichen, wenn er hier nur so 3 Zehntel pro Runde verliert. Dann wird er hier auf der ersten Position nach Hause fahren. Ja, fährt immer noch 45er Zeiten. Doch 45, ein bisschen höher als Weinzettel, aber mit den 45ern ist er immer noch gut dabei hier, Mittelfeld, ja, fährt auch 45er, also die kommen ja jetzt nicht alle näher, Weinzettel kann den Abstand hier ein bisschen verkürzen, aber noch keine akute Gefahr, wollte ich sagen, vom AMG. Apropos AMG, 3 AMGs haben wir auf dem Podium im Moment. Dahinter die beiden BMWs, Aston Martin noch dazwischen, die beiden Porsche sind auch noch dabei. Auch der einzige Honda ist noch mit dabei, auf der 13. Position. Ein Ferrari hatten wir dabei, der sich leider auch relativ früh schon verabschiedet hat. Der Audi auch gleich am Anfang raus, der da ja leider durch den Unfall der beiden BMWs mal komplett ja, mit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Haben wir ja gehört, 3 Minuten gab es da Reparaturzeit. Das ja sind hier fast, nein, nicht ganz 2 Runden, aber gefühlte 2 Runden. Ja, plus Boxen, Einfahrt und so sind es dann 2 Runden, die du im Rückstand hast und das holst du hier ja nicht unbedingt auf in 90 Minuten. Beziehungsweise, ja, wenn du ganz nach vorne kommen möchtest, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. So, schauen wir mal, jetzt sind die Abstände wieder kleiner geworden zwischen den Leuten hier. Don Salas ist ein bisschen weggekommen, Ed Eismann hat jetzt vielleicht auch nochmal hier und da zu kämpfen mit Witzmann gleich. Oh, Kunkel schon wieder weit gegangen. Also wenn sich deiner eine DT heute holt, dann wahrscheinlich der Julian heute. Haben wir schon ein paar Mal zu weit draußen gesehen in der ersten Kurve. Ah, 7 Sekunden bei Weinzettel. Ja, wenn du Schaden hast, ist natürlich auch die Frage, wenn das Auto unruhig wird, dann werden die Reifen vielleicht auch mal ein bisschen wärmer oder nutzen sich noch mehr ab, weil du vielleicht doch nochmal einen Quersteher hast. Also das zieht dann gerne mal so einen Rattenschwanz hinter sich her, wenn du mal etwas Schaden hast. Vielleicht, ja, kommt das auch noch oder schlägt das noch zu Buche. 25 Minuten noch auf der Uhr, das heißt die ersten, ja, 20 Minuten weitestgehend von den, oder seit dem Boxstopp, sag ich mal, sind rum. Das heißt, die Reifen sind nicht mehr die allerbesten, je nachdem, wie man damit umgegangen ist. Haben wir auch hier einige Fahrzeuge, die wissen, da wird nicht mehr so viel passieren. Vielleicht kommt man da, oh, was bei Eismann los? Müssen wir doch gerade gesehen haben. Oh, schon wieder die Toe Corner hier. Wieder Eingang, da war zu schnell. Und da muss er schon wieder korrigieren. Und ja, ein sehr, sehr ähnlicher Unfall wie vorhin. Nur, dass er hier auf den Reifenstapel trifft und sich nochmal leicht reindreht. Also da hat er jetzt ja endgültig sehr, sehr viel Schaden. Sogar Martin Kraus geht jetzt nochmal vorbei. Also Ed Eismann, ja, vorhin dachten wir noch ein sehr, sehr gutes Rennen. Jetzt ist es wahrscheinlich nichts mehr. Wir sehen es hier. Ich glaube, jetzt geht es in die Box zurück.
Also der Nächste, der sich hier ja aus dem Renngeschehen zurückziehen muss. Sehr, sehr schade hier aus der Vierergruppe. Don Salas dann mit 2,5 Sekunden Vorsprung. Wismann Kuckel bleibt uns doch übrig hier als Zweikampf für die letzten Minuten hier. Als man jetzt auf der offiziell letzten aktiven Position auf dem Server zumindest. Wird aber noch da ja 8-9 Autos hinter sich haben nachher in der Endwertung. Also Setzinger, mal gucken. Ich sag ja, ein Auto noch, dann ist die Hälfte des Feldes weg. So schnell kann es gehen. Bei Wreckfest gibt es ja so einen Modus, ne? Oder? Gibt's das? Weiß ich gar nicht, dass nur noch einer fährt. Ich glaube ja, zumindest in der Arena. Oh, Michael Schneider, gelbe Flagge. Er hat hier das Auto in der Schikane verloren. Ja, wir schauen uns das mal an, weil sonst haben wir eh nicht so viel gerade zu gucken. Gehen gleich wieder auf den Zweikampf nach vorne. Aber hier, ja, sehen wir den Honda, der wahrscheinlich irgendwo zu viel Körper mitgenommen hat und dann das Auto verloren hat. Geht hier mal ganz, ganz fix. Ah, das war zu viel Körper da, der Dritte. Oh, der ist auch richtig eingedonnert hier. Also der muss nochmal in die Box wahrscheinlich zum Reparieren. Schauen wir mal. Jetzt, ja, ist er wieder unterwegs hier. Aber wir haben gesehen, das war doch ein sehr, sehr harter Einschlag. Ja, wird aber nicht viel passieren, weil Ed Eismann ja in der Box ist. Das heißt, der wird hier auf der 12 wahrscheinlich bleiben. Christian Brandl dafür, ja, 11 Positionen gewonnen. Ich glaube, der ist heute ganz happy mit seiner 11. Position. Und jetzt gehen wir mal zu Witzmann rüber und Kunkel. Da war Kunkel an Witzmann ja mal vorbeigekommen endlich. Haben wir das verpasst? Ich glaube, ja. Oh, war ja. Ja, wenn das so ist, dann wird Kunkel wahrscheinlich eher wegfahren. Der ist ja gut rangekommen. Da waren natürlich auch ein paar Zweikämpfe. Aber ja, mal schauen, was die Zeiten gleich so sagen werden, ob Gonzalez sich nochmal verteidigen muss. Da hinten ist, kommt der Porsche nämlich. Also Mittelfeld geht zur Sache. Nürnberger vorne, schauen wir mal wieder. Ja, wieder so ein bisschen mehr als eine Sekunde die letzten drei Runden verloren. Mal gucken, ob das noch was wird. Mal sehen, Weinzettel, wo ist er? Gerade aus der Kurve hier raus. Nürnberger biegt gerade so ab. Also Weinzettel, ja, sieht noch nicht so ganz da vorne. Aber ich glaube, der hat inzwischen mitbekommen, dass er schneller ist. So, mal gucken, der Honda schafft es jetzt auch in die Box rein. Ja, der wird nochmal reparieren. Ich denke mal, Reifenwechsel muss er jetzt nicht unbedingt machen. Macht da jetzt auch keinen großen Unterschied eigentlich mehr. So, Ed Eismann, gucken, ob der nochmal rausfährt. Der dürfte ja inzwischen doch einiges an Schaden angesammelt haben. Wirklich, wirklich schade. Was macht sein Teamkollege eigentlich? Der ist auf der 5 unterwegs. Hier, Philipp Nowak. Jetzt haben wir schon länger nicht mehr gesehen seit dem Boxenstopp, der hier... Ja, von der Dreiergruppe mit Kunkel und mit Eismann am Ende sich hier durchsetzen konnte bis jetzt. Auf jeden Fall der Einzige, der hier vorne noch unterwegs ist. Da waren sie ja alle ungefähr in der Region. Er hat hier ja auch schon ein, zwei kleine Fehler gehabt da im Dreikampf, aber jetzt kein so Riesenfehler. Boxenstopp lief auch sehr, sehr gut. 31,8 Sekunden Standzeit. Damit einer der ja niedrigsten Standzeiten hier im Feld, zumindest von denen ich das hier noch sehen kann, die noch auf dem Server sind. Also da lief es auch am Ende jetzt sehr, sehr gut. 5 Sekunden zu Odinger. Machen wir da die Zeit Vergleich. Ja, beide fahren hier 45er, nur 45,8. Da war er ein bisschen langsamer als Ohlinger. Davor hat er 7 Zehntel verloren auf Ohlinger. Also sieht jetzt gerade auch nicht unbedingt danach aus, dass er hier in großen Schritten aufholt. So, Schneider kommt raus. 35,5 Sekunden Standzeit. Also, der fährt nochmal weiter. Weiß selber, da würde mir viel zu holen sein. Christian Brandl, der ist direkt hinter ihm hier. Also auf der Strecke. Positionstechnisch ist er direkt vor ihm. Also, da hat er fast eine Runde Rückstand jetzt hier auf die nächste Position. Also, der wird hier auf der 12. Position das Rennen beenden. So oder so, ob er zu Ende fährt oder nicht. Denn da grüßt er uns einmal, der Michael. Da ist der Abstand nach vorne, nach hinten einfach groß genug. Also, ich denke, da wird er nicht ganz so sauer sein, dass er da einen Unfall hat. Am Ergebnis ändert es nichts. So, Witzmann, der will nochmal was am Ergebnis ändern. Das ist die Frage, ob er jetzt am Porsche dran bleibt. Hier wird er wahrscheinlich ein bisschen rankommen, oder? 1,0 Sekunden. Ja, 0,8, aber wir sehen hier im ersten Sektor natürlich jetzt nicht gerade die Stärke vom Porsche-Fabrikat. So, Kreling, Ohlinger, schauen wir mal kurz rein. 3 und 4, was sagen da die Abstände? Kreling 46,4 war so langsamer als Ohlinger. Also Ohlinger holt da tatsächlich auch auf Kreling. Ah, das wird aber auch nochmal eine enge Kiste werden. 4 Sekunden ungefähr hat er noch Vorsprung. Also Platz 1, Platz 2 vielleicht nochmal. Platz 3, Platz 4 ähnlich. Da ist es sogar noch näher. Aber da werden die Abstände nicht ganz so schnell geringer. Also gucken wir mal, ob wir vielleicht doch nochmal am Ende ein schönes Finale bekommen. Dann haben wir nochmal, ja,
bisschen mehr Positives zu berichten aus dem Rennen, um das mal so zu sagen. Aber wir haben natürlich auch vorhin schon einige schöne Dreikämpfe gesehen, Mehrkämpfe da. Leider gab es da auch die eine oder andere Kollision, wir haben es gesehen, die beiden kleineren Gruppen, die wir vorhin hatten. Relativ zeitnah gab es da Unfälle und damit hat sich das da auseinandergezogen. Auseinanderziehen, ja, ist auch hier angesagt, Kunkel kann sich jetzt doch so langsam lösen von Witzmann. 2 Sekunden ungefähr der Abstand. Kunkel hat jetzt hier auf jeden Fall im Visier nochmal auf den Aston Martin aufzuschließen. Und dann hätte er hier seinen 12. Positionsgewinn. Genau, Position Deltas rein, da wird es sehr grün werden. Da haben wir eigentlich nur noch Martin Kraus, der da übrig ist. Nur Nürnberger ist auf seiner Position geblieben da vorne. Ja, wir sehen den Abstand schon unter 6 Sekunden. Eieiei, das wird knapp. Ich glaube, vor 10 Minuten waren das noch so 8, 9. Also Weinzettel kann sich ja durchaus noch Hoffnung machen auf die erste Position. Wir würden uns freuen, dann hätten wir nochmal einen Zweikampf. Ist die Frage, wie lange der Zweikampf geht. Ob sich da Nürnberger, wenn er sich wehren muss, sich noch wehren kann, gut. So, Kreling, Ohling haben wir auf der 4, Philipp Noack haben wir auf der 5 eben noch gesehen, leichter Quersteher gerade, Patrick Donsalas auf der 6. Position. Ja, der hat im Rennen, ja doch, einiges zu tun hier und da, auch er hat da gut profitieren können, ohne Schaden unterwegs. Johann Kunkel hier auf der 7, ja, wenn er Schaden hat, dann war es wie gesagt nicht viel, 34,7 Sekunden Standzeit, aber scheint auch gut zu gehen, der Porsche, wie wir sehen, 45,6 ist er letzte Runde gefahren, hat hier ja so mehr oder weniger freie Fahrt, 2 Sekunden noch auf den Aston Martin, auf den er ja aufholt. Dann haben wir Witzmann dahinter, der kann dann doch nicht mehr ganz mitziehen jetzt hier außerhalb des Windschattens. 2,5 Sekunden. Martin Kraus auf der 9, der hier ja leider vieles verloren hat von der 3, glaube ich. War der von der 3? Nee, von der 2 sogar gestartet, genau. Also der wird heute nicht zufrieden sein, so wie viele andere Piloten heute. Christian Brandl auf der 11 und dann haben wir Michael Schneider hier auf der 12. Position. Ed Eismann noch in der Box. Ja, können wir ins Cockpit hier reingucken. Seit 400 Sekunden steht er. Weiß nicht, ob er nochmal rausfährt. Wir werden es dann sehen. So, Kunkel könnte nochmal ein bisschen für Furore sorgen. Vorne warten wir auch, was die Abstände sagen. Ohlinger jetzt doch wieder größer geworden tatsächlich. Nürnberger Weinzettel, da geht es jetzt auf die 5-Sekunden-Marke. Ja, wir haben gesehen, so 3 Runden, 1 Sekunde ungefähr ist er mal rangekommen. Bisschen mehr sogar auch hier immer noch, 1,3 Sekunden. Das wird aber, wenn es so weitergeht, wahrscheinlich doch nichts mehr, oder? Das sind, glaube ich, dann doch zu wenig Zeit, zu wenig Runden noch. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf. So, wo sind wir denn nächste Woche? Beziehungsweise, ich werde es ja dann nicht streamen. Aber 15. Mai, 1 Stunde auf Spanien. Auf Spanien, genau. In Barcelona, in Spanien. Auf der Strecke von Barcelona. Da geht es dann, ja, zur Sache. Ja, mal gucken, da gibt es auch gerne mal Kollisionen. Dann darauf die Woche sind wir in Belgien unterwegs. Und dann ist wieder eine Woche Pause. Immer so ein bisschen blöckeweise. Also da kann man sich auch drauf freuen. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Wenn es dann ins Spa zur Sache geht, da Radeon Eau Rouge und ja oben Chemistrate Richtung ja der nächsten Kurven, da wird es auch gerne mal ein bisschen enger in der Rechts-Links-Rechts-Kombination. Mal Milli müsste die 3. Kurve da sein. Ja, da kriegen wir auch gerne mal Kollision. Hoffen wir dann mal, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dann fahren auch noch ein paar Leute mit hier. Nicht, dass einige die Lust verlieren und wir nachher nur noch mit 9 Autos starten. Das wäre natürlich auch ein bisschen sehr schade. Split 2 gibt es natürlich auch. Müsste auf YouTube gestreamt werden normalerweise. Da könnte man natürlich sonst irgendwann überlegen, die zusammenzulegen. Aber wie gesagt, hoffen wir das mal nicht. Drücken wir die Daumen, dass wir dann die nächsten Rennen wieder ein paar mehr Fahrzeuge dabei haben. Weiß nicht ganz genau, warum heute nicht so viele dabei waren. Aber ja, manchmal hat man ja noch mal was Besseres zu tun, als Rennen zu fahren. Na, gucken wir nochmal, was sagen die Zeiten. Oh, jetzt hat Kunkel sogar mal ein bisschen verloren letzte Runde. Eine Zehntel, ein bisschen mehr. Also das ist ein hartes, hartes Stück Arbeit hier, sich den Aston Martin zu holen. So, Weinzettel fahren wir mal mit. Kann er schon den Gegner da vorne sehen. 4 Sekunden, 5 Sekunden sind es nur noch. Auf der Geraden müsste er ihn eigentlich nochmal blicken. Ah, der fährt nämlich jetzt gleich über die Linie. Also da ganz klein müsste noch nah an G sein.
Na, da sehen wir ihn ganz, ganz minimal. Wir gucken mal von ihm hinten raus. Das sehen wir ein bisschen besser, da die Lichter von Thomas Weinzettel. Bin mal gespannt, vielleicht berichtet er uns ja nachher nochmal kurz im Chat was. Aber der muss nochmal was tun hier für seinen Sieg. Wäre sein 4. Sieg im 5. Rennen. Guck mal kurz, Platz 2, glaube ich, müsste in Südkialami, wollte ich schon sagen, Südafrika gewesen sein, Kialami, vorletztes Rennen. Sonst hat er immer hier, ja, die Rennen gewonnen. Nur Marc Wittmann hatte sich entsprechend den Sieg geholt. Ja, also keine Riesenkonkurrenz dabei. Das Podium sonst wurde sich doch relativ gut aufgeteilt zwischen mehreren Piloten. Also er hier so ein bisschen die Konstante ganz vorne. Ja, dementsprechend natürlich auch verdient vorne mit dabei. LFM ja auch regelmäßig unterwegs. Da hat er wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz. Da wird er noch mehr gefordert werden. Ja, Kreling kann sich jetzt hier doch von Olinger absetzen. Hier sehen wir es jetzt, Kreling. Ich bin verwirrt. Nee, doch, ist richtig. Kreling auf der 3 so rum. Kann sich hier absetzen. 2 Sekunden hat er jetzt wieder rausfahren können auf Olinger. Oder Olinger verloren, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also da kriegen wir wahrscheinlich doch keinen Zweikampf mehr. Vorne müssen wir hoffen. Gonzalez hofft darauf, dass es keinen Zweikampf mehr gibt. Dunkel dahinter. Und ja, Witzmann hier sehen wir schon 4 Sekunden jetzt hinterher. Also der konnte da wirklich nicht mehr mithalten. Da vorne der Porsche biegt schon ab durch die Schikane. Also für ihn heißt es hier, sauber zu Ende fahren, keinen Fehler mehr machen. Mal sehen, Martin Kraus dahinter. Der ist ein Tick schneller gewesen die letzten Runden. Aber da sehen wir, 9 Sekunden sollte mal locker reichen hier für die letzten 13 Minuten. So, 13 noch, da war es der Führende, gerade ersten Sektor. Ja, haben wir noch, sind das 8, 9 Runden wahrscheinlich. Bisschen weniger sogar noch. Ja, schnellste Runde, weiß nicht, ob es noch stimmt, 45,6 von Nürnberger. Auf jeden Fall in diesem Stint. Ich kann mal kurz vielleicht, hier unter mir sehen wir es ja. 44,5 war die schnellste Runde, genau. 44,5, meine doch, da war doch was mit der 44. Die hat er hier setzen können, das wird er jetzt nicht wiederholen können, keine Frage. Mal sehen, ob wir Weinzettel da oben schon aus der Kurve raussehen. Jawohl, da ist er. Oh, der wird so hoffen, dass er nochmal rankommt. Das hoffen wir natürlich auch. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Fotofinish oder sowas. Das wäre nochmal ein richtig schöner Abschluss hier für das Rennen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Schauen wir mal. Na, jetzt sogar 1,6 Sekunden aufgeholt, die letzten 3 Runden. Also Nürnberger fährt konstant, wie wir sehen, 46,1. Aber halt langsamer als Weinzettel. Der fährt irgendwas immer in den 45ern. Mal hoch, mal Mitte, mal tief, je nachdem. Gabby, moin. Ah, der ist nicht ganz so konstant, aber schneller in der Summe. Ja, wir können davon ausgehen, dass wir die AMGs auf dem Podium haben. Und dann gucken wir mal, ja, in welcher Reihenfolge. Nürnberger Weinzettel, 3,3 Sekunden. Ja, schauen wir mal. So, Kunkel. Was sagen da jetzt die Abstände? Letzte Runde sehr identisch, nicht mal eine Zehntelunterschied. Letzten 3 Runden auch sehr, sehr ähnlich unterwegs. Also da sehen wir, ja, er kommt da wenn nur minimal dran. 1,5 Sekunden sind es jetzt im Moment, aber nicht in Riesenschritten. Also Patrick Gonzalez, der kann hier ja auf der 6. Position erstmal bleiben. Und wenn er das hier ohne Fehler weiterfährt, dann sollte das auch hinhauen. Moin Laura! So, Martin Kraus, der hat ja, ja, der Einzige, der noch da ist, von dem die viele, viele Positionen verloren haben, sind auf der 9. Position noch am Start. 8 Sekunden nach vorne, 26 dahinter, da hinten dem Schafhauser. Ja, haben wir heute gar nicht in so vielen Zweikämpfen, glaube ich, gesehen. Also der ist hier relativ, ja, einsam unterwegs, wie wir sehen. Christian Brandl jetzt hier auch auf der Startzielgeraden, geht jetzt in die 44. Runde. Hat auch schon, na, 1,5, 2 Runden Rückstand auf die erste Position. Und dahinter, ja, gucken wir mal, Schneider noch unterwegs auf der 12. So, müssen wir ein bisschen warten noch, 10 Minuten sind es noch. Vorne wird der Abstand kleiner, hier minimal kleiner. Also müssen wir noch ein bisschen Geduld mitbringen, ob wir da vielleicht noch Zweikämpfe sehen.
Wenn ja, dann ja, wird uns das freuen, wie gesagt. Wenn nicht, dann wird es alles so bleiben, wie es ist, logischerweise. Eismann wird wohl auch nicht mehr rausfahren, wie es aussieht. Steht ja auch schon seit Ewigkeiten in der Box. Ja, haben wir fast die Hälfte des Feldes heute verloren. Also das ist, ja, was man auch nicht alle Tage sieht, muss man sagen. Aber klar, wenn am Start so ein großer, doch relativ großer Crash passiert, haben wir ja gleich mal 2, 3 Autos verloren und in den folgenden Runden auch nochmal mehrere Kollisionen. Dann geht das ganz, ganz schnell und dann denkst du dir auch, da musst du das Rennen dann auch nicht mehr zu Ende fahren, wenn da nichts mehr zu holen ist. So, Christian Brandl hat hier, glaube ich, nur die Überrundung vorbeigelassen. Ja, denke mal, war keine richtige gelbe Flagge. Da sind nämlich jetzt Kunkel und Don Zallas vorbeigegangen. Ja, hat vielleicht Don Zallas bzw. Kunkel ein bisschen genutzt, denn der Abstand jetzt hier unter einer Sekunde. Also, das wird jetzt hier doch nochmal spannend. Vielleicht hat die Überrundung nochmal ein bisschen was beigetragen, dass Don Zallas da etwas verloren hat. Wir gehen mal hier drauf auf Sack. Gucken mal, hier auf Position 6 für ihn wird oder vielleicht doch nur Position 7 in Anführungsstrichen. Abgesehen von Kraus haben hier alle Positionen gewonnen, sollten also recht zufrieden sein mit dem Rennen bisher. So, ja. Dann warten wir mal ab hier, fahren jetzt mal Porsche mit. So, 0,3, 0,4 ist im Windschatten dran. Der Aston Martin hier, weiß nicht, ob es nach dem Patch immer noch so ist, war auf jeden Fall bis vor ein paar Wochen hier auf der Geraden super, super stark. Also der ist da richtig weggekommen und der Porsche, ja, so ziemlich das Gegenteil. Also ich denke mal nicht, dass da Don Zallas wirklich, ja, Angst haben muss im ersten Abschnitt, wo es nur Vollgas geht eigentlich. Sollte sich da, wenn sogar, vielleicht sogar absetzen können. Wir sehen jetzt eine Sekunde der Abstand, das heißt, der Porsche wird nicht angreifen können. 0,8 wird wahrscheinlich jetzt wieder auf über eine Sekunde gehen. Also Don Zallas muss jetzt hier nur zusehen, dass er in den letzten 8,5 Minuten über die Runde bringt. Oder über die Runden vielmehr. Und dann hat er hier Position 6 sicher. So, Weinzettel. Gucken wir hier wieder rein. 1,2 Sekunden aufgeholt die letzten 3 Runden. Ja, das hat ihn schon fast vor der Haube gefühlt. Ja, nach dem Boxstopp waren es über 10 Sekunden. Hundeberger leider 2, 3 Runden. Genau ein bisschen off-track gegangen. Nach 2, 3 Runden, nach dem Boxstopp ist er auch, ja, ziemlich unnötig, muss man fast sagen. Ich glaube, da wird er mir zustimmen. Über den Curb gefahren im ersten Abschnitt in der Vollgas-Sektion. Und er hat ihn, ja, leider den, oder hat den AMG dann ein bisschen, ja, in die Wand reingezogen. Ja, sehr ärgerlich an der Stelle. Eigentlich musst du da ja nur am Curb langfahren, geradeaus, mehr oder weniger. Also da wird er sich ärgern, so oder so, wenn er die Position verliert, dann umso mehr. So, wir gehen aber wieder auf den Zweikampf. Julian Kunkel, na, doch ganz gut rangekommen jetzt wieder. Aber noch nicht in Schlagdistanz, bleibt erstmal noch dahinter auf seiner 7. Position. Ja, in den Kurven natürlich wieder ein Vorteil mit dem Fahrzeug. Jetzt guckt er hier, er sieht natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. Oh, da ist die Tür jetzt vielleicht offen. Schauen wir mal, ob dann Zallas da die Kurve noch kriegt. Da rutscht er leicht weg. Das heißt, Kunkel wird hier, ja, zumindest mal daneben gehen. Außenseite gegenhalten, wahrscheinlich nicht die beste Option. Da sehen wir es, da verliert er jetzt ein bisschen Schwung. Also, Jürgen Kunkel jetzt doch vorbeigekommen. Ja, wie gesagt, vielleicht profitiert von der Überrundung, da rangekommen. Und jetzt hier den leichten Fehler vom Aston Martin ausgenutzt. Und Zallas verliert tatsächlich mal eine Position. Sonst ja immer eher nach vorne gekommen. Aber wie gesagt, trotzdem hier ein starkes Rennen auf der 7. Und denk mal, Witzmann dahinter, der wird nicht mehr gefährlich werden. Wird eher nochmal gucken, dass er jetzt hier kontern kann. Geht ein bisschen weit. Das macht sonst der Porsche hier eher. Aber scheinbar hat er noch nicht, ja, nicht genügend Cuts geholt, dass er eine Durchfahrtsstrafe bekommen würde. Drücken wir den Daumen, dass das so bleibt. Und wie gesagt, jetzt hier in der Vollgas-Sektion, der Aston Martin natürlich deutlich, deutlich besser. Also, da wird es noch nicht einfach so weggehen. Aber hier kann er sich vorne halten, das ist schon mal die halbe Miete. Denn jetzt kommen doch relativ viele Kurven und da hat er dann die Chance, den Abstand auszubauen, dass er dann in der ersten Sektion, im ersten Sektor safe ist. So, das haben wir noch 6,5 Minuten, vorne 2,5 Sekunden. Hier ist Weinzettel, da ist Nürnberger. Ich meine, wenn Nürnberger nur Zweiter wird, dann ist das auch nicht so schlimm. Die direkten Konkurrenten heute ja nicht groß mit dabei. Das heißt, er wird so oder so einiges an Punkten gut machen können erstmal. Aber klar, er will sich hier den nächsten Sieg holen. Sieht natürlich für die Statistik sehr, sehr schön aus, wenn man sich da den 4. Sieg im 5. Rennen holt. Einmal Zweiter geworden. Also, ich hatte es ja schon erwähnt, Dauergast hier auf dem Podium. So, schauen wir mal, 6 Minuten noch. Also sind nicht mehr viele Runden zu gehen. Werden dann um und bei 50 Runden, 51 Runden oder sowas werden am Ende. Und dann haben wir hier das 90 Minuten hinter uns gebracht. Ja, nächstes Rennen hatte ich gesagt, waren glaube ich wieder 60 Minuten genau. Dann auch erstmal wieder.
Gucken, wie das Wetter wird nächstes Mal. Habe ich gar keine Angaben hier. Können wir uns wahrscheinlich überraschen lassen. Heute war es ja nur dunkel, kein Regen in Sicht hier. Dafür ja sehr kühl und wir fahren ja mitten in der Nacht. 1:30 ist es abends jetzt. Wir rennen gleich vorbei. Leider ja sehr, sehr viele Autos, die wir verloren haben. 22 Stück waren es ja am Anfang. Jetzt sind es nur noch 13 bzw. 12. Also hat sich richtig stark ausgedünnt. Aber schauen wir da mal, wie es nächste Woche wird. Mittwoch, wenn wir die LFM-Dailies machen, da werden wir wieder richtig, richtig volle Grids haben auf jeden Fall. Da schauen wir uns dann wieder drei Rennen an. GT4, zweimal GT3, denke ich, wie immer. Weiß gar nicht, was haben wir denn da auf dem Zettel? Ich glaube, Imola war dabei. Was haben wir noch dabei? Ich habe schon wieder vergessen. Gucken wir dann Mittwoch, würde ich sagen. So, schauen wir mal jetzt hier. Don Salas kann sich ja nicht wirklich an Kunkel wieder ranfahren. Also der kommt hier sogar eher weg. Also Position 6 wird es dann wahrscheinlich werden. Davor Philipp Noack. Gucken wir mal, Platz 5. Ja, scheint auch sehr safe zu sein. So, dann gehen wir wieder auf die zweite Position drauf, wenn ich jetzt nochmal die Strecken nachschaue. Wir haben, genau, Imola bei den 45 Minuten, Silverstone haben wir bei den 25, das wird auch interessant werden. Und bei den GT4s ist der Olden Park dran, sehr, sehr coole Strecke, sehr holperig, mit den GT4s nicht ganz so schlimm, da merkst du es nicht so viel. Aber ich denke, eine, ja, sehr spaßige Strecke auch zum GT4 fahren. Ja, auch herausfordernd, sage ich mal. Also das schauen wir uns dann am Mittwoch an, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Und dann Donnerstag die Pro Series, da steht dann Kota an. Oh, das wird auch interessant. Ist dann auf dem LFM-Kanal natürlich zu sehen, nicht bei mir. Oder ja, je nachdem, wer das dann streamt. Ja, Lukas, warst aber nicht der Einzige heute mit dem Unfall. Also hast dich da heute nicht aus der Reihe bewegt, sage ich mal. Aber schön wäre es, wenn es die Reihe nicht geben würde heute. Ich glaube, das reicht hier für Nürnberger. Oder 2,5 Sekunden. Wir gucken. Diesmal nicht ganz so viel aufgeholt. Halbe Sekunde nur. Letzte Runde, da war Nürnberger sogar ein Tick schneller. 600stel sogar nur. Ah, das könnte eine knappe Nummer werden. Mal gucken. 3 Minuten noch. Also 2 Runden noch. Und dann hat Nürnberger sich, wie gesagt, den 4. Sieg im 5. Rennen geholt. Wenn er jetzt einfach so weiterfährt, sollte es tatsächlich reichen. Kreling Ohling hat tatsächlich schon 7 Sekunden, also der Abstand doch nicht kleiner geworden. Ja, also sieht nicht so aus, dass er noch viel tut. Don Salas Kunkel, gucken wir da nochmal rein. Der Porsche leicht off-track da unten, also der muss auch ja konzentriert bleiben. Nach vorne wird nichts gehen, nach hinten muss er noch Don Salas hinter sich halten hier. Ey Erik, moin, danke für den Raid. Moin Marco, moin Tamo. Kommt ihr nochmal auf die letzten 3 Minuten. Dann sammeln wir sie alle hier und dann schicke ich euch gleich weiter. Kann ja schon mal gucken, wohin eigentlich. Und Erik, was wie lief's? Bist wahrscheinlich auch LFM gefahren hier. Nee, ich fahre morgen erst, Tamo. Ich habe heute eine 16.9 übrigens geschafft. Weiß nicht, ob dich das in Schwitzen bringt, aber ich glaube, damit bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt fürs Rennen morgen. So, vorne ist man noch nicht ganz in der letzten Runde. Also hier geht es jetzt auch in die vorletzte rein. Zwischen 6 und 7. Ah, ich denke mal, wir gehen jetzt nach vorne. Beobachten mal. Moin, Mike. 16.3 hast du geschafft. Also ein bisschen Potenzial habe ich noch, sage ich mal. Aber ich finde das super schwer auf der Strecke, das immer zusammenzubekommen, weil die halt auch sehr lange, sehr viele Kurven. Und mit dem GT4, wenn du einmal ja ein bisschen off-track warst, da verlierst du so viel Zeit. Aber ja, Tamo da... Werde ich dich wohl nicht bekommen morgen. Außer du holst dir eine DT. So, Ed Eismann ist runtergegangen. Damit haben wir auch offiziell nur noch 12 Autos auf der Strecke. Soll uns aber nicht weiter stören. Jetzt geht es gleich in die letzte Runde rein. Und dann, ja, haben wir das Rennen hier geschafft. Was auf jeden Fall etwas geschichtsträchtig sein dürfte. Also wie gesagt, dass die Hälfte des Feldes fast, muss man sagen, ja nicht mehr mit dabei ist. Sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Dreier fährst du. Ich bin mit dem Zweier gefahren, glaube ich. Ich habe mal 1er probiert, aber ich war jetzt auch nicht viel schneller auf der Geraden, hatte ich den Eindruck. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich doch lieber den 2er für die SS, vor allem wenn die Reifen, die werden bei mir hinten relativ warm. Nur knapp über 100 gerne mal, wenn ich ein bisschen rutsche. Oh, Weinzettel auch, glaube ich, ein bisschen rausgerutscht. Wir schauen mal kurz. Ah, damit hat es auf jeden Fall, ja. Jetzt hat er sich leider vertan hier und damit war es das auf jeden Fall. Nürnberger wird sich hier den Sieg holen.
Du hast 12 Stufen? WTF? Ich glaube, der Alpin hat 4 oder so. So, damit hat sich sie erledigt und Sardas Kunkel hat sich erledigt. Also jetzt wird nur noch die Runde zu Ende gefahren und dann, ja, haben wir das Rennen hinter uns gebracht. 90 Minuten mit am Ende doch sehr, sehr wenig Autos leider. Aber so ist das manchmal. Ist wohl Nissan, ja. Ich fahre Alpeng, ja. Schönes Auto. Achso, kein Nissan, nee. Ja, mein Ziel ist ja eh immer nur Lama zu besiegen. Alles andere ist mir ja eigentlich egal. Und mit Yoshi wieder ein Fotofinish zu machen. Der Alpeng hat, glaube ich, 4 der Klüge, ja. Das Bobbycar, ja. Schön klein und wendig. Kota läuft's ganz gut, muss man sagen. Durch die S ist ganz schön, durch den letzten Sektor, wo es so eng ist, kannst du den schön durchzirkeln. Nur auf der Geraden muss man mal gucken. Aber wir haben festgestellt, der GT4 AMG, der ist nicht so stark auf der Geraden. Da habe ich schon mal eine Chance. So, apropos AMG, Jan-Philipp Nürnberger beendet jetzt die 51. Runde mit Schaden. Bisschen nochmal Glück gehabt, sage ich mal, weil Weinzettel noch einen kleinen Fehler eingebaut hat. Aber gewinnt hier das 4. Rennen und Glückwunsch an ihn. Weinzettel hier profitiert am Start die ersten Runden und am Ende, ja, nicht ganz Erster geworden, aber war schon mal nah dran. Und Stefan Kreling fährt hier auf der 3. Position, ebenfalls ein AMG ins Ziel, 6 Positionsgewinne, also auch er wird hier sehr, sehr zufrieden sein. Da kommt er um die letzte Kurve, wunderbar, wir gehen mal auf die 4. Position, da kommt Max Ohlinger, Mosquito Motorsport, alle haben hier viele Positionen gewinnen können, 8 Positionen an der Stelle, BMW, der Bestplatzierte, Philipp Noack mit Andrew Griffiths Racing auf der 5. Position. Dann haben wir den Porsche von Julian Kunkel auf der 6. Ja, Patrick Gonzalez hat er sich noch holen können. Der ist auf der 7. Philipp Witzmann konnte nicht mehr mithalten. 7 Sekunden Rückstand, aber Position 8 von der 16 gestartet. Dann aber Martin Kraus. Das ist einer, ja, der Einzige, der noch auf der Strecke ist, der hier mit negativen Positionsveränderung unterwegs ist. Dann haben wir auf der 10 Tim Schafhauser, der ist noch unterwegs. Christian Brandl jetzt gleich auch im Ziel auf einer sehr guten 11. Position. Glaube nicht, dass er sich das unbedingt ausgerechnet hat nach dem Qualifying. Also der hat hier heute ein solides Rennen hinbringen können. Nochmal einen kleinen Unfall gehabt vorhin, aber nichts Wildes. Michael Schneider bereits im Ziel. Hier sehen wir auf der 12. Und damit, ja, warten wir nur noch auf Schafhauser und dann sind wir durch. Und dann wollte ich jetzt nochmal gucken, wo wir gleich hin raiden können. Wo machen wir denn? Wollen wir zur Turbosocke? Da war ich schon länger nicht mehr tatsächlich. Der fährt doch bestimmt gleich nochmal was. Da schicke ich euch. Oder Xion. Ja, stimmt, da war ich auch, glaube ich, noch nicht. Ah, der ist auch gerade Qualifying. Das passt ganz gut. Dann ist da gleich Rennen ein paar Minütchen. Dann gehen wir dahin. Machen wir das so. So, dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir kurz ins Studio nochmal rüber. Und dann schicke ich euch weiter. Knopf, Knopf, Knopf. Wo ist mein OBS hin? Da. So, starten wir schon bei den Raid. So, ja, was soll ich sagen? 22, 21 Autos gestartet, leider ein Massencrash, danach auch noch ein paar Crashes gehabt bei den zwei Grüppchen, die wir noch hatten. Ansonsten, ja, war es dann noch relativ ausgedünnt am Ende. Aber wir haben es geschafft, die 90 Minuten hier auf Watkins Glen bei Nacht. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter. Allerdings nicht bei mir, sondern bei einem anderen Streamer. Ich bin dann wieder mit Threeride Racing hier am Start. Ja, mich seht ihr morgen beim Fahren, GT4 Alpine auf Kota. Wenn ihr dann morgen einschaltet wollt, würde ich mich freuen. 21 Uhr geht's los. Mittwoch machen wir wieder Broadcasting, LFM, paar Dailies abends, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir gehen zu Xenon rüber, der noch hier 2 Minuten Qualifying fährt. Und dann geht's auf Imola zur Sache, fährt den Porsche, auch sehr interessant auf der Strecke. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.